I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Ja, Simone, herzlich willkommen zum dritten Mal in der Flowgrade Show. Hi, ich freue mich sehr, dass ich nochmal wieder bei dir sein darf. Ich freue mich sowieso immer, wenn ich mit dir sprechen darf, aber hier besonders. Genau, und heute geht es ja um das spannende Thema mit drei Buchstaben. Das ist nicht Jod. Genau, nicht Jod. Wir haben sehr viele spannende Fragen. Genau, und meine allererste ist, wie kam es denn, dass du dich auch beruflich mit dem Thema Sexualität und Libido auseinandergesetzt hat. Also wer schon mir häufiger zugehört hat, weiß das ja so ein bisschen. Also ich bin ja eigentlich im ersten Job Gynäkologin und da ist halt eben, also 4 von 10 Frauen, die zum Gynäkologen kommen, kommen wegen sexuellen Problemen, also wegen Libidoverlust oder mit der Fragestellung, bin ich normal, ist das bei mir irgendwie alles normal und mit irgendwelchen Wünschen und so weiter in die Richtung. Die allermeisten, muss man aber sagen, wegen mangelnder Libido. Und das ist halt schon eine wahnsinnig hohe Zahl. Und ich habe schon relativ früh auch angefangen, mich damit mit zu beschäftigen. Und mir ist halt vor allen Dingen die Feier, sage ich mal, der Weiblichkeit und auch des Unterschiedes zwischen Männern und Frauen. Ich habe ja im letzten Jahr auf dem Flowfest den Vortrag gehalten über Steroidhormone und ihre Einflüsse auf unser Gehirn, weil ich finde halt diesen Unterschied zwischen uns, das ist einfach was, das ist, wird viel zu wenig gefeiert als was, was einen ganz, ganz hohen Wert hat. Und wenn da mehr Wissen drüber wäre, dann würde auch das alles zwischen Männern und Frauen und die Sexualität im Ganzen und aber auch die Sexualität zwischen vielleicht Frauen und Frauen, vor allen Dingen bei Männern und Männern, weiß ich nicht, ich glaube, das funktioniert im Allgemeinen meistens ganz gut, aber würde halt besser funktionieren, weil ganz viel einfach das, was also die männliche Sexualität und die männlichen Grundlagen da als das angenommen wird, was normal ist. Und das ist es halt ganz viel nicht und das sorgt für eine ganze Menge Probleme. Und dann ist halt, da hatten wir auch letztes Jahr drüber gesprochen, warum da eigentlich so selten was zu kommen. Sex ist einer der größten Biohacks schlechthin. Also ich denke, da werden wir ja nachher ganz viel drüber reden. Was kann es alles machen und wo hilft es überall? Und irgendwie spricht keiner drüber. Also wir werfen uns in eiskaltes Wasser, wir nehmen die abgefahrensten Supplements, wir kaufen uns jede Menge teure Wearables und aber die eigentlich quasi einfachste und schönste Sache der Welt, da wird halt ganz wenig drüber gesprochen, was man damit alles machen kann und es gerät oft auch in Vergessenheit und tatsächlich ist es aber schön und guten Sex zu haben und vor allen Dingen auch einen tollen und ja, sag ich mal, für einige erderschütternden Orgasmus zu haben, dass mehr Dopamin, mehr Noradrenalin, mehr Oxytocin, mehr Biohack geht nicht. Und deswegen glaube ich, sind wir halt ja auch schon im letzten Jahr drauf gekommen, dass darüber müsste man mal einen Vortrag machen und in Polen dann halt darüber sollten wir mal einen Podcast machen. Und das war so für mich der Zugang, wie wir da hingekommen sind und wie ich da hingekommen bin. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, weil die eigentliche Idee war ja, dass du beim diesjährigen Flowfest dann zum Thema sprechen wirst. Allerdings eben aufgrund der aktuellen Lage können wir gar keins machen. Allerdings hatten wir es ja auch schon vorher gesagt, dass wir es um ein Jahr verschieben, beziehungsweise jetzt vielleicht im Zweijahrestakt machen und dafür ein größeres Event. Das heißt, wenn jemand dann dich live zu dem Thema erleben will, dann unter Umständen 2021. Ich hoffe sehr. Aber jetzt schon mal freue ich mich eben sehr, hier zu sein. Du hast gerade schon das Wort Libido erwähnt. Und was ich ganz spannend finde, weil du hast mir mal gesagt, eigentlich ist Sex gar kein Trieb, so wie andere Triebe, wie zum Beispiel essen müssen und trinken müssen und so weiter. Was genau meinst du damit? Und vielleicht fangen wir damit an, was genau bedeutet dann Libido an sich, wenn es nicht der Sextrieb ist? Ja, das ist halt was, also das wird halt im Allgemeinen immer als Trieb bezeichnet und das ist was für viele auch sehr viel Druck auslösen kann. Es wird halt
ja, meistens auch schon vom männlichen Part halt dann auch als Druckmittel benutzt, als ja, ich brauche das halt, das muss sein, weil es ist halt ein Trieb. Und Triebe in unserem Körper sind die Dinge, wenn wir sie nicht erfüllen, an denen wir dann sterben. Also wenn wir nicht essen, sterben wir, wenn wir nicht schlafen, sterben wir, wenn wir nicht trinken, sterben wir. Wenn wir keinen Sex haben, passiert erstmal eigentlich gar nichts. Sex ist zwar auch so eins der Dinge, also wer viel Sex hat, da verändert sich was an den Hormonen, und wenn man wenig Sex hat, dann verändert sich auch was an den Hormonen. Also es hat schon auch einen Einfluss, aber es ist halt nichts, was uns umbringt. Es fühlt sich aber manchmal an wie ein Trieb, weil es ist ein positiver Incentive. Wenn man Sex hat, dann findet eine hohe Dopaminausschüttung statt, findet eine hohe Noradrenalinausschüttung statt, und es fühlt sich unglaublich gut an, und deswegen bemüht sich unser Körper, das zu bekommen. Und wenn man in diesem das bekommen wollen sich immer stärker bemüht und das wird nicht erfüllt, dann führt das zu einer massiven Frustration. Und das kann sich dann anfühlen wie ein Trieb, weil man halt dann halt so viel Frustration irgendwann kommt, vor allen Dingen, wenn es um ein bestimmtes Objekt der Begierde geht, dass das sich dann so anfühlen kann, als ob massiv was nicht befriedigt wird, was sich dann halt auch quasi schmerzhaft anfühlen kann. Eigentlich ist es aber ein positiver Incentive, der halt zu diesen Sachen führt, so ähnlich wie wenn man halt was besonders Tolles isst oder so. Also Essen ist halt wirklich ein Trieb, aber wenn man halt irgendwie was haben will, was besonders lecker ist, also warum bemüht man sich sonst, eine tolle Mahlzeit zuzubereiten oder so? Man könnte ja auch einfach irgendwas essen, und das ist halt so ähnlich. Und diese Unterscheidung, finde ich, ist relativ wichtig, um einfach klarzumachen, dass es sehr, sehr viel empfindlicher ist, als man denkt, und auch, dass wenn man es halt nicht hat, dass dann nicht in dem Moment zwangsweise irgendwas komplett kaputt ist. Also Phasen, wo halt die Libido nicht stattfindet, sind auch normal. Vor allen Dingen, wenn halt sonst viel Stress ist und so, weil der Körper dann halt eben wenig Interesse hat in diesen positiven Verstärkern. Okay, jetzt gleich mal vorab für alle, die jetzt zuhören und sich denken, oh, ich bin gerade Single und ich kann irgendwie, gerade habe ich gar keine Möglichkeit, Sex zu haben. Gibt es denn die Möglichkeit, auch eben alleine Sex zu haben mit diesen Vorteilen? Ich hoffe, dass die meisten das wissen, ja. Gibt es definitiv. Hat nicht die gleichen Wirkungen, muss man sagen. Also auch biochemisch ist Sex mit dem Partner nochmal ganz was anderes und energetisch sowieso. Vor allen Dingen, was die Oxytocin-Ausschüttung angeht, was halt auch eine ganz große Rolle in dem Ganzen spielt. Aber auch guter Sex mit sich selbst kann sehr, sehr gut sein. Und zum Beispiel, also regelmäßiger Sex senkt bei Männern das Prostatarisiko massiv. Und da ist es egal, ob mit sich selbst oder mit einem Partner. Da geht es halt nur um die sexuelle Aktivität an sich. Und auch für viele andere positive Wirkungen ist es im Prinzip egal, ob mit sich selber oder mit einem Partner. Und auch da mit sich selber, das ist gerade bei Frauen eigentlich, also finde ich super wichtig, um zu lernen, was will ich eigentlich, was mag ich eigentlich. Also es gibt ganz oft in Paartherapien, das so als Aufgabe gestellt wird, so jetzt in dieser Woche, weil die Frauen halt sagen, ich krieg nie, was ich will. Diese Woche darf die Frau immer ansagen, was sie will, und der Mann muss das machen. Und dann kommt ganz oft, wenn die dann wiederkommen, kommt dabei raus, dass sie sagen, dass die Frau gemerkt hat, sie wusste gar nicht, was sie sagen soll. Sie hat überhaupt keine Ahnung, was sie eigentlich will, weil sie sich nie damit beschäftigt hat, was tut mir gut, was macht mir Spaß, was fühlt sich gut an. Und gerade dafür ist halt Selbstliebe was unglaublich hilfreich sein kann, um das zu erlernen. Weil wenn ich gar nicht weiß, was ich will und was sich für mich schön anfühlt und gut anfühlt, wie soll ich dann jemand anders sagen, was ich will und was sich gut anfühlt? Wie soll der das wissen? Und das ist ja ganz oft der Anspruch, der da gestellt wird, der muss das irgendwie mirakulös wissen. Wie soll der das wissen, wenn ich das nicht mal selber weiß? Also insofern, was auch ganz, ganz wichtig ist und wo es auch im Prinzip lohnt, sich damit zu beschäftigen, dass es da halt auch verschiedenste Möglichkeiten gibt. Also es muss halt nicht innerhalb von 2 Minuten erledigt sein und irgendwie nur so zur Erleichterung dienen, sondern kann tatsächlich auch was sein wie eine Meditation oder so, was ganz viel dazu führen kann, dass man sich gut fühlt. Du hast vorhin eine Story erzählt, als wir schon vorher geredet haben, über statt einem Kaffee habe ich einen Orgasmus. Das ist tatsächlich was, also es fordert halt auch massiv die Kreativität. Da muss ich das nochmal erklären, bevor jetzt ein paar Bilder entstehen. Was macht der Max da jeden Morgen? Also das hat nicht Max über sich erzählt, sondern dass jemand anders ihm das erzählt hat. So. Ja, also das aber es ist halt was hinterher kann man
also wissenschaftlich gesehen kreativer und mehr im Flow arbeiten und desto mehr halt eben diese positiven Hormone da ausgeschüttet werden, desto mehr kann es auch insgesamt sehr, sehr gut und sinnvoll für den restlichen Tag oder den Zustand im gesamten Leben sein. Also insofern ist es was, was auch mit sich selbst super funktionieren kann. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass hier doch aber einige Unterschiede sind von, also auch mit dem Umgang mit der Sexualität zwischen Männern und Frauen. Und du hast mich da auch schon einige Male mit diversen Statistiken, die super spannend sind, konfrontiert. Denn für Frauen ist ja es oft eben nicht so einfach, sagen wir mal, in gestressten Zeiten sexuell erregt zu werden im Vergleich zu Männern. So habe ich es zumindest verstanden. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Also auch Männer sind durchaus halt ja stressanfällig, was Sex angeht und vor allen Dingen auch, was die Erektionsfähigkeit angeht. Aber für Frauen ist es halt nochmal deutlich stärker. Frauen sind viel stärker abgelenkt. Also es gibt so inzwischen in der Psychologie die Idee der Dichotomie des sexuellen Verlangens. Und da unterscheidet man in den Beschleuniger und die Bremsen. Warte, ich wiederhole das nur nochmal, weil falls es, ich musste das nämlich auch kurz nochmal nachschauen. Mhm. Dichotomie. Das bedeutet sozusagen die Zweigleisigkeit. Zweigleisigkeit, genau. Ja, also wir haben zwei Dinge, die sich quasi gegenüberstehen. Und da haben wir halt zum einen die Beschleuniger und die Bremser. Und da gibt es halt relativ viel gute Statistik zu, also wo man halt, wo die Psychologen Fragebogen ausgegeben haben und so und festgestellt haben, dass tendenziell Männer wesentlich höher sind, was die Beschleuniger angeht. Also einfach schneller beschleunigen, das ist ja auch was, was die meisten, also was hoffentlich viele wissen. Wobei mir aufgefallen ist, dass auch das viele nicht wissen. Also dass Frauen halt eben, also in so Beispielen, ich weiß gar nicht, ob das von John Gray ist oder so, dieses, also Frauen sind Slow Cooker und Männer sind eher Mikrowellen. Dass es halt einfach entsprechend lange dauert, aber wenn der Kessel heiß ist, dann ist er halt auch dann deutlich länger heiß. Und, das ist ein super Beispiel. Das ist halt da ganz, ganz wichtig. Und ja, dass Frauen halt weniger in der ganz hohen Punktezahl beim Beschleuniger angesetzt sind und andersrum Frauen viel, viel häufiger viel, viel mehr Bremsen haben. Also im Prinzip ist es halt so, wenn soll dann irgendwie losgehen und man küsst sich und kuschelt und keine Ahnung und es geht ins Schlafzimmer und dann liegen da halt die dreckigen Socken auf der Erde. Das kann für die Frau schon die Bremse sein, dass dann wieder alles vorbei ist. Und beim Mann ist halt, das hat auch eine Psychologin so als Beispiel gebracht, man kann im Prinzip knietief in Schweinescheiße stehen und wenn da halt eine nackte Frau vorbeigeht, die er sehr attraktiv findet, dann wird ihn das trotzdem erregen und er wäre bereit. Und das, warum ist das so? Das ist halt auch ziemlich interessant, weil evolutionär war der Preis oft für Frauen, Sex zu haben, wenn die äußeren Umstände nicht stimmten, viel, viel höher als für Männer. Also der Mann verteilt einfach seinen Samen und dann ist er halt wieder weg im Zweifelsfall. Da passiert ihm nichts. Wenn die Frau mit jemandem Sex hat, wo die äußeren Umstände und alles und so nicht stimmten, dann kann es halt sein, wenn eine Hungersnot herrschte oder so, dann war sie schwanger und musste dann stillen und so und ist dann gestorben. Also weil sie halt einfach die Nahrungsmenge und so nicht rankriegen konnte. Wenn sie das mit jemandem war, der sie dann hinterher nicht mit unterstützt hat oder der Clan sie verstoßen hat oder so. Auch das konnte halt dazu führen, dass sie und das Kind stirbt. Und wenn die Frau und das Kind stirbt, werden ihre Gene nicht weitergegeben. Das heißt, evolutionär wurde dieses Verhalten stärker aussortiert. Und das ist die Idee dahinter. Man weiß natürlich nicht, ob das so ist, warum das so ist, warum Frauen halt eher mehr Bremsen haben und weniger Beschleuniger als Männer. Aber es ist eine Tatsache, dass das so ist, dass das ganz, ganz stark so ist. Und das ist wichtig zu wissen, weil das bedeutet, man muss die Bremsen ausschalten. Also so ein bisschen ist es, wenn man, dass das Gehirn immer, also jemand streichelt einen und berührt einen und das Gehirn fragt dann so, fühlt sich das gut an? Und dann kann es halt sagen, ja, fühlt sich gut an, go for it. Oder es ist halt ganz viel Lärm drumrum, was weiß ich, da liegen die Socken und das ist noch nicht aufgeräumt und die Kinder schreien und aus dem mäht der Nachbar gerade seinen Rasen. Und dann ist halt so viel Lärm im Gehirn, dass das Gehirn vorsichtig nachfragt, was ist denn das da? Und dann ist halt so viel Lärm, so ich höre gar nichts sozusagen. Und dann kann da halt auch nichts
passieren. Und wenn Paare sich über so darüber bewusst sind oder Frauen sich auch vor allen Dingen darüber bewusst sind, dann können sie selber sehr viel sorgen, um dafür sorgen, dass diese ganzen Nebengeräusche weniger werden und dass halt die Beschleuniger entsprechend unterstützt werden. Und das spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Also das ist die eine Statistik. Also das ist dann sozusagen eher so auch genetisch, würde ich sagen, der genetische Teil davon, der evolutionäre Teil. Ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass es auch mit der Erziehung zusammenhängt? Aber ja, ich wollte dich nicht natürlich unterbrechen. Genau. Ja, klar. Also kulturelle, also das spielt, das Genetik ist das eine und ganz viel ist natürlich auch kulturelle Erziehung. Also Frauen werden viel stärker dahin erzogen, dass es unschicklich ist, dass es nicht richtig ist, schnell beschleunigt zu sein sozusagen und dass man, ja, was ich, willst du gelten, mach dich selten. Mach dich rar, sei ein Star. Ja, genau. Dass es wichtig ist und dass es irgendwie auch unschicklich ist, als Frau zu der persönlichen Lust zu stehen und auch wirklich sagen zu können, ja, Sex macht mir Spaß und macht mir Freude. Und es gibt immer noch Paare, die glauben oder wo der Mann glaubt, dass Frauen grundsätzlich keinen Spaß daran haben und ja, dann überrascht feststellen, wenn sie halt merken, dass es anders ist. Ich habe gestern gerade witzigerweise beim Training, habe ich hier If You Like Pina Coladas, den Song, mal wirklich komplett zugehört. Und hatte dann echt Tränen in den Augen, weil es geht ja um ein Paar, die 20 Jahre zusammen sind und dann liest er eine Kontaktanzeige und meldet sich da drauf, weil er in seiner Beziehung nicht mehr glücklich ist und dann ist es seine Frau und dann sagt er halt zu ihr, ich wusste nie, dass du gerne Sex um Mitternacht hättest, während der Ozean an den Strand spült. Und das, da hatte ich echt Tränen in den Augen, weil ich gedacht habe, ja, das ist genau der Punkt. Wenn wir da mal drüber reden würden, dann wäre halt so viel einfach. Und dass es halt einen weltberühmten Evergreen gibt, der genau das thematisiert, finde ich, zeigt halt auch, wie wichtig dieses Thema ist und wie sehr das eine Rolle spielt, dass wir einfach nicht drüber reden, was will ich eigentlich und was macht mich eigentlich glücklich. Und dass Frauen halt ganz oft sowas halt auch nicht sagen können. Also nicht sagen können, ich hätte gerne mitten in der Nacht 2 Stunden Sex mit zum Klang des Ozeans. Aber ich würde behaupten, dass Männer das auch nicht so können. Also ich weiß es auch von mir, dass es mir lange sehr schwer gefallen ist, darüber zu reden. Also ja klar, absolut. Also es wird beidseitig nicht viel geredet, auf jeden Fall. Das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Aber für Frauen ist es halt noch mehr, dass es halt als unschicklich gilt, überhaupt Interesse an diesen ganzen Sachen zu haben. Ja. Ich weiß gar nicht, wie war die ursprüngliche Frage? Ich habe dich ja ganz kurz aus Versehen unterbrochen. Du meintest nämlich, genau, du warst schon dabei, das evolutionär mit eben den Beschleunigern, den Bremsen, warum Frauen generell davon weniger hatten. Und dann wolltest du gerade noch eine weitere Komponente erklären, wo ich dann eingeschritten bin mit der Erziehung. Das Zweite ist halt reaktives und spontanes Verlangen und das ist halt auch, was vielen nicht so klar ist. Also spontanes Verlangen, dass ich quasi halt, was weiß ich, ich lege mich jetzt abends neben meinem Partner ins Bett und denke, hey, ja, jetzt bitte. Dass das als die Norm angesehen wird. Und dass da gibt es massive Unterschiede. Also 85% aller Männer empfinden spontanes Verlangen, also genau das, dass sie dann halt denken, so jetzt Sex. Und nur 15% aller Frauen, das ist ein sehr geringer Anteil, also nur 15% aller Frauen empfinden jemals spontanes Verlangen. Der ganze Rest empfindet reaktives Verlangen. Und reaktives Verlangen kann halt sein, der Partner kuschelt sich dann an mich und küsst mich in den Nacken oder es kann halt auch sein, schon den ganzen Tag hat man einfach Zärtlichkeiten und liebevolle Gesten ausgetauscht und so weiter. Das kann halt auch schon dann zu reaktiven Verlangen kommen. Das Ding ist halt, eigentlich empfinden auch alle Männer reaktives Verlangen. Männer brauchen nur viel, viel weniger, was zu dieser Reaktion führt. Und deswegen sieht es so aus, als wäre es spontan. Sich auch halt diesem Unterschied bewusst zu machen, dass es einfach mehr Investitionen braucht, dass viele Frauen halt einfach
gerade in dieser Welt, in der wir uns zum Teil sehr männlich verhalten, müssen, also eine Patientin von mir hat mal gesagt, sie fühlt sich, als wäre eine Eisschicht um sie rum. Und sie braucht dann halt erst sehr viel Wärme, um diese Eisschicht aufzutauen, bevor sie dann an irgendwas anderes rankommen kann. Und das fand ich halt ein super schönes Beispiel. Das ist genau der Punkt. Also es können halt einfach die kleinen Gesten im Laufe des Tages sein. Mal ein Anruf oder einfach ein, ich schicke dir ein Herz oder halt abends, dass es halt eben nicht gleich go for it geht. Ich glaube, da hattest du mit John Gray auch drüber gesprochen. Also Frauen mögen es halt überhaupt nicht, wenn man gleich an erogenen Zonen geht. Und das gilt für fast alle Frauen. Männer hingegen fühlen sich schwer frustriert, wenn man ewig irgendwo anders rumfummelt. Das fand ich halt auch so witzig, weil das hatte ich irgendwie auch mal mit einem Patienten. Dann hat sie zu ihrem Mann gesagt, ja, weil er ihr halt immer beim Abwaschen an die Brüste gefasst hat und sie das ganz, ganz schrecklich fand. Und dann hat sie gesagt, ja, was würdest du denn machen, wenn du gerade das Auto reparierst und ich fasse dir einfach in die Hose? Und dann hat er halt gesagt, großartig würde ich das finden. Und ja, das ist da so ein bisschen halt auch eines der Probleme, das so zu der Statistik, die halt einem da klar sein müssen und die einfach enorm helfen können, wenn man das weiß. Und irgendwie denke ich immer, dass wir allgemein wissen, aber ich habe mit ganz vielen halt im Freundeskreis da jetzt drüber gesprochen, habe festgestellt, nein, es ist kein Allgemeinwissen. Absolut nee. Nicht. Nee, es wird und, besonders in der Partnerschaft, glaube ich, immer noch sehr umrundet und ja, ich habe auch mal lange versucht, die Signale zu lesen, ob ich das Kopfnicken oder den Augenkontakt jetzt so interpretieren sollte oder nicht, anstatt einfach mal nachzufragen. Da gibt es übrigens auch ein super Lied von dem Bodo Wartke, den wir ja auch beide kennen, also den Musiker, zumindest seine Werke. Das heißt, es fehlen die Worte, mir fehlen die Worte. Bodo trifft da vieles immer sehr auf den Punkt. Und es ist halt da auch, ich glaube, da kommen wir nachher noch zu, aber es ist halt auch anatomisch, dass es halt einfach schwierig ist. Also beim Mann ist halt das Sichtbare ist der Endzustand und bei der Frau ist es halt so das, was viele Männer denken, was der Endzustand ist, nämlich dass halt mehr Lubrikation, also Feuchtigkeit stattfindet, ist das der Beginn. Und das führt halt auch zu sehr viel Missverständnis. Aber ich glaube, Anatomie und so, da können wir nachher da ja noch. Da kommen wir genau gleich dazu. Davor wollte ich noch, dass wir jetzt auf die vielen Vorteile. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist sozusagen der Biohack, dieser erderschütternde Orgasmus, von dem du gesprochen hast, der bestimmt allen im Kopf geblieben ist. Warum lohnt er sich? Es ist nicht nur der, also das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, wenn jetzt sagt, Simone hat gesagt, es muss das sein, dann kann ich es auch gleich lassen. Das wär schade. Also es reicht auch schon, der zwischendurch war der Alterssex, nicht immer kriegt man das hin, was dass es dann jetzt dann so ist. Also diverse massive Vorteile, also einmal hormonell, also ganz hoher Noradrenalin, Adrenalin-Peak, hohe Dopaminausschüttung, ganz, ganz hohe Oxytocin-Schüttung bei Ausschüttung, bei Frauen übrigens mehr als bei Männern, aber auch was halt eben dieses Gefühl, sich sicher und geliebt zu fühlen und einfach glücklich in der Welt, das ist halt was Oxytocin macht, wo wir da ganz, ganz viel dran gehen können, Krebsprophylaxe, insgesamt höhere Gesundheit, besseres Immunsystem, auch fürs Immunsystem, also deswegen ist es auch für die Autoimmunerkrankten, das ist ja wieder mein Thema, interessant, sekretorisches IgA, also das, was unser Außen, unsere Schleimhäute uns so schützt, geht massiv nach oben durch sexuelle Betätigung, auch schon durch Küssen, und verbessert sich da sehr, sehr stark. Prostatakrebsrisiko wird reduziert, Cortisol wird abgebaut, andere Stresshormone werden auch in der Folge abgebaut. Und also im Prinzip alles, was Biohacking ausmacht, wofür wir ja ganz viele kleine Bausteine und so weiter haben, das allermeiste davon kann auch, und das ist jetzt wichtig, regelmäßiger, guter Sex. Es darf nicht einfach nur irgendein Sex sein und einmal im Monat reicht auch nicht. Also diese ganzen Studien wurden gemacht mit 3 bis 4 Mal die Woche. Und das ist wohl auch das, was nötig ist, um diese Ergebnisse zu erreichen. Und also insofern da einen ganz, ganz hohen präventiven Wert für die Gesundheit und halt auch eben für die gesamthormonelle Lage. Menschen, die 3 bis 4 Mal
pro Woche Sex haben, sehen statistisch 10 Jahre jünger aus. Zumindest hat das eine Studie ermittelt. Und ja. Die Frage also ist jetzt, ob die deswegen so ausschauen oder ob die so viel Sex haben, weil sie so ausschauen. Das ist immer das Problem bei den Studien. Wobei, also wenn das halt, ich glaube, die allermeisten dieser Studien wurden bei Menschen in Langzeitbeziehungen oder in längeren Beziehungen durchgeführt, weil das halt deutlich einfacher ist. Und da sollte dann das Aussehen halt auch nicht mehr so entscheidend sein, denke ich. Aber ja, also übrigens vielleicht noch eine kleine interessante Info, die habe ich von Amy Killen bekommen tatsächlich, dass zumindest in den USA, ich glaube, 20% der Langzeitehen keinen Sex mehr haben. Sexlos sind. Ist in Deutschland nicht besser. Das ist, ja. Jetzt vielleicht dann gleich nochmal. Dieses 3 bis 4 Mal die Woche, ist das auch alters dann übergreifend? Also zählt das ganze Leben oder? Das zählt das ganze Leben, ja. Also was sich verändert, ist bei den meisten, dass es halt weniger wird. Aber das ändert nichts daran, dass diese positiven Sachen halt stattfinden, wenn es so ist. Also und es ist, desto älter man wird und desto mehr sich halt bestimmte Dinge ändern, desto mehr Aufwand erfordert ist. Und insgesamt ist es halt was so ähnlich, wie wir halt ich meine, wir gehen in eiskaltes Wasser. Max, wir haben in 0 Grad kaltem Wasser gebadet. Wir müssen es doch hinkriegen, mal einmal am Tag Sex zu haben. Also so einfach als Gegenüberstellung. Deswegen finde ich das Thema halt auch so wichtig, dass man halt, ja, weil es ist halt was gar nicht schlimm sein muss und was halt nicht unbedingt was ist, was, aber für viele ist es trotzdem viel Aufwand. Und das ist halt auch was man sich quasi auch verschreiben kann. Weil es ist halt ganz oft so dieses, was machen wir heute Abend? Auch in einer Paarbeziehung, was machen wir heute Abend? Ja, Netflix, essen gehen, Freunde treffen und so weiter. Warum nicht mal sagen, heute Abend nehmen wir uns mal Zeit für uns und nehmen uns mal 2 Stunden für Berührung, Beisammensein und sexuelle Aktivitäten. Also in wie vielen Beziehungen findet das statt, dass man das plant? Weißt du, dass das Abendprogramm ist und nicht, wir machen alles andere davor und dann, wenn wir schon todmüde sind und dann kommt es vielleicht noch dazu. Das ist ja eher so der Standard bei den allermeisten. Und, das ist echt interessant. Ich hatte früher auch mal so ein bisschen die Ansicht, so für mich war das immer sehr stressig und anstrengend, fast so, als ob man sich auch für ein 400-Meter-Rennen vorbereitet. Genauso lang hat es meistens auch gedauert. Und dann wurde mir die Welt auch von einem Bekannten von uns, dem Zucker, so ein bisschen eine neue Perspektive auf das Thema gegeben, dass es vielleicht nicht unbedingt auch eine Aktivität ist, die einen Anfang und ein Ende hat, sondern was, wenn wir Sex einfach als etwas bezeichnen, also so ein bisschen wie im Garten arbeiten. So ich kann es immer weitermachen und es entwickelt sich und dann kommt mal ein Höhepunkt, dann kommt mal eine Knospe, dann aber es muss nicht auch immer so. Also es war auch immer so, dass ich glaube, für viele Paare, zumindest was für mich so war, der Schluss der sexuellen Aktivität war der Orgasmus des Mannes. Mhm. Ich glaube, das ist bei vielen noch so. Und jetzt, wie ist denn deine Sicht auch darauf? Ist es für dich auch möglich, dass zum Beispiel der Mann nicht ejakuliert beim Sex und dass man das dann also absichtlich auch so beendet, wie es beim Tantra ja oft ist? Ja, natürlich. Also beim Tantra ist ja viel die Idee, dass man dann diese Energien, die da entstehen, dann im ganzen Körper verteilt, um halt diese Energie zu nutzen, um Heilung und Energie an andere Stelle zu bringen. Ich persönlich bin der Meinung, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass es nicht Mittel zum Zweck wird. Also ich finde, wenn dem Mann danach ist, wenn er gerne kommen möchte, finde ich, dann muss man ihn halt auch nicht quälen, indem man das dann halt so sagt, das darf nicht passieren. Da gibt es andere Meinungen, gell? Da gibt es andere Meinungen, ja, aber wenn es halt für beide halt auch schön und es kann ja auch eine lustvolle Qual sozusagen sein, wenn die es halt gut finden, dann muss es absolut nicht sein. Und insgesamt sollte es halt auf beiden Seiten halt kein Zwang sein, diesen Zwang rauszunehmen. Auf beiden Seiten kann halt enorm helfen, dass es insgesamt als wesentlich weniger druckbelastet empfunden wird und halt eben auch die Hemmschwelle einfach anzufangen viel geringer ist. Weil du sagst, wenn man es als 400-Meter-Lauf empfindet, also für einen 400-Meter-Lauf kann ich mich auch nur schwer motivieren. Genau so ist es. Ich fand das auch sehr, also ich glaube, das geht vielen jungen Leuten so, also diese Performance-Anxiety, Lampenfieber im Prinzip.
so performen zu müssen. So. Und für mich war eine ganz eröffnende Erfahrung mal so ein Tantra Belly-to-Belly Breathing Workshop. Habe ich dir mal erzählt auch, wo man eben eigentlich nur stundenlang nebeneinander liegt und sich berührt, also zum Beispiel Bauch an Bauch und atmet und den Körper erlaubt, sich so kennenzulernen. Und es ist so spannend, was dann eigentlich über diesen Zeitraum passiert. Und das ist so ungezwungen. Und das ist etwas, also was ich für mich sehr, sehr wertvoll finde, dass eben, ich möchte dann eben gleich mit dir nochmal, weil du, wenn du von guten Sex sprichst, mich interessiert wahnsinnig, welche Kriterien du da eben als notwendig erachtest, dass der Sex gut ist. Aber das war so für mich eine Erkenntnis, war dieses, diese Geschwindigkeit rausnehmen, eben dieses eben 400 Meter Race Feel und das zu ersetzen mit einfach, genau, Zeit geben und mal schauen, einfach dem Körper erlauben, sich selbst irgendwie das zu holen, was er braucht. Ja, und gerade dieses, was du eben schon gesagt hast, also gemeinsam atmen und so, also ich meine, das ist ja viel auch in der Biohacking-Szene und so mit drin, aber das kann man halt, also nicht umsonst, wenn man das nachliest, ne, wenn man so guckt in der tantrischen Lehre, also sind auch meistens 30 Atemzüge, 15 Sekunden Luft anhalten und so, woher kennen wir das? Also, das ist halt, also sei es jetzt Wim oder irgendwer, die haben das halt auch nicht erfunden. Das sind uralte, jahrtausende alte Techniken, die halt auch in diesem Bereich schon sehr, sehr viel benutzt wurden. Und Atmung und vor allen Dingen auch Retentionsatmung führen halt zu einer zum Anstieg von Stickoxid im Körper, führen dadurch zu einer besseren Durchblutung insgesamt, zu einer besseren Füllung der Schwerkörper, zu einer besseren Erektionsfähigkeit. Und es ist perfekt. Also und wenn es halt dann eben nicht dazu kommt, ist auch gut. Also das ist halt sehr vom Endergebnis und vom Zweck zu trennen, das kann halt auch enorm helfen. Und schon Händchen halten führt zu einer massiven Verbesserung der Oxytocin-Ausschüttung, führt zu einem Dopamin-Peak, der als schön empfunden wird, wenn man denn positive Gefühle für den anderen hegt. Was in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ich das kurz eingrätschen darf, ganz, ganz wichtig ist, diese Oxytocin-Ausschüttung findet bei Frauen unter der Pille nicht statt. Das möchte ich jetzt einfach nur mal einmal so in den Raum werfen, weil für alle, die jetzt so zuhören und denken, ja, für mich trifft irgendwie nichts von dem, was sie da erzählt, so zu. Für mich ist die Pille der Disruptor des sexuellen Lustempfindens bei Frauen schlechthin und auch im Prinzip der Disruptor für alles in unserem Leben, für halt viel Stress zu nehmen und so. Also das ist sehr, sehr komplex, da könnte man ganz viel insgesamt zu machen. Aber das fand ich halt super interessant, dass diese Oxytocin-Ausschüttung auf Berührung und so weiter und während Sexualität und so, dieses Hormon fehlt weitestgehend in seinen Peaks unter der Pille. Und das ist halt was, und das ist einer der Gründe, warum unter der Pille häufiger Depressionen auftreten, also relativ häufig insgesamt. Und wer Schwierigkeiten hat, da wirklich in seine Lust und so weiter zu kommen, meiner Meinung nach unter der Pille, so wie wir dafür gemacht sind, nicht möglich. Und das spielt halt auch da eine ganz, ganz große Rolle. Super, super Punkt. Vielleicht auch dann gleich die Nachfrage noch. Hast du alternative Verhütungsmethoden für Frauen, die das nicht hemmen? Das Bindungshormon? Also ich bin absolut ein totaler Freund von natürlicher Familienplanung, also symptodermale Methode. Da sind jetzt ganz viele, haben halt im Kopf so Kalendermethode, Knaus, Ugino, das war irgendwie früher immer in irgendwelchen, die Sicherheit davon ist nicht gegeben, sag ich mal. Aber symptodermale Methode, wenn man es richtig erlernt, und dazu gehört auch die Selbstuntersuchung, da sind wir halt wieder mit bei sich selber, wo viele einfach schon allein als Frau Hemmungen haben, sich selbst zu untersuchen, zu erlernen, den eigenen Gebärmutterhals abzutasten und zu fühlen, wie fühlt er sich an im Laufe des Zykluses, hat eine Sicherheit von 0,9%. Das entspricht der Sicherheit vieler Pillen. Also das ist gleich vom Pearl-Index, wie viele Pillen. Das muss man halt wirklich erlernen. Bedeutet natürlich, dass man an den fruchtbaren Tagen mit, also entweder Enthaltsamkeit üben muss oder mit natürlich zusätzlichen Barrieremethode arbeiten muss, also Diaphragma oder Portio-Kappe oder Kondome. Und das hat dann halt die Sicherheit von dem und die ist nicht so gut. Aber bei richtiger Anwendung, also auch der schlechte Pearl-Index der Kondome liegt im Wesentlichen an Anwendungsfehlern. Also wenn man sich damit beschäftigt, wie man da wirklich mit umgehen sollte, dann ist das auch nicht so schlecht. Und, das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig, es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, sehr schönen und sehr erfüllenden Sex zu haben, ohne Geschlechtsverkehr. Und wenn man halt an diesen 2, 3, 4 Tagen im Monat halt was anderes macht, dann kann das auch noch
zusätzlich einfach Abwechslung und ja, den erzwungenermaßen sozusagen die Möglichkeit zum Experimentieren bieten. Und das ist auch nicht verkehrt. Also insofern, also mein Hauptvote ist für NFP. Wer NFP nicht möchte, der kann, da wäre die Kupferspirale oder der Kupferball, das, wofür ich da stimmen würde. Da finde ich es aber auch sehr, sehr wichtig. Also der Kupferball wirkt über die Entstehung eines chronischen Entzündungsprozesses in der Gebärmutter. Also es ist nicht die Barriere selbst, dass da was ist, sondern das Kupfer macht einen chronischen Entzündungsprozess an der Gebärmutterschleimhaut, führt dazu, dass ganz viele Lymphozyten auf den Plan gerufen werden, die dann die Spermien auffressen, die da in die Gebärmutter kommen. Da ist halt die Frage, will ich das? Will ich einen Fremdkörper in mir haben die ganze Zeit, der einen chronischen Entzündungsprozess auslöst, bei dem, was wir alles tun, um Entzündung zu verhindern? Ich denke so, also das fühlt sich halt irgendwie auch komisch an als Idee. Plus, wer insgesamt sehr, sehr viel antientzündlich tut, und diese Erfahrung musste ich leider auch selber machen, bei dem funktioniert das nicht mit dem Auffressen der Spermien. Und dann finden trotzdem Befruchtungen statt, die sich dann nicht einnisten können aufgrund der Spirale. Und das ist dann richtig ätzend, weil dann kommt es halt so jeweils nach 2 Wochen zu einer Abbruchblutung und halt auch zu dem hormonellen Chaos, was entsteht, wenn kurzfristig eine biochemische Schwangerschaft da ist. Und das wissen die allermeisten nicht. Das wusste ich auch als Gynäkologin nicht. Darüber klärt niemand auf. Das ist aber tatsächlich was, wenn man mit Frauen, also ich habe jetzt mit vielen darüber geredet, wo man feststellt, das Problem haben einige, die eine Spirale haben. Und das ist halt was, das sich selber und auch seiner Partnerin zuzumuten, finde ich, unethisch, muss ich sagen. Und also deswegen, wer halt super gesund ist und viel antientzündlich für sich tut und so weiter, bei dem funktioniert dieser Spermienvernichtungsprozess eventuell nicht, weil da gar nicht so viel Entzündung stattfindet. Sehr wohl aber dann halt eben das Nicht-Einnisten. Aber das heißt, biochemisch finden kurzfristige Schwangerschaften statt und die werden dann halt quasi abgebrochen. Deswegen lehnt die katholische Kirche ja auch die Spirale ab, genau aus diesem Grund. Darüber muss man sich klar sein und dann müsste man während der fruchtbaren Tage sowieso auch wieder anders verhüten, damit das nicht passiert. Und dann, finde ich, kann man das Ding auch gleich weglassen. Aber am Ende muss das halt jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist immer wichtig Aufklärung. Wenn man alles weiß und unter Wissen aller Fakten, was für sich entscheidet, völlig okay, egal wie das ist. Selbst wenn du dich dann, also du nicht, aber deine Partnerin sich dafür entscheidet, die Pille zu nehmen. Aber ich finde, es muss die Aufklärung über diese ganzen Faktoren da sein. Und die ist halt ganz oft leider nicht da. Das ist dann, finde ich, schwierig. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, so wie ich es verstanden habe. Natürliche Familienplanung ist absolut sinnvoll. Auf seinen Körper hören, den besser kennenlernen, vielleicht auch wirklich eruieren, an welchen Tagen ist es eben brenzlig, und dann alternative Sachen ausprobieren, eben ohne Penetration zum Beispiel, und verhüten mit Mitteln. Du hast gerade den Zinkball erwähnt. Oder Kupfer. Bitte? Kupfer. Kupferball. Kupfer, sorry. Kupfer, Zink. Okay, anderes Spurenelement. Genau, Kupferball und Kondom natürlich, und dann in dem Fall ja richtig angewendet. Was da super ist, also wenn jemand da gucken will, es gibt relativ neu, gibt es Trackle. Das ist so eine Kapsel, die wird intravaginal eingeführt und misst die Temperatur und verbindet sich dann halt gleich mit dem Smartphone und so weiter. Verschiedenste Vorteile, man kann seinen Zyklus super gut kennenlernen, das wäre halt ein eigenes Thema, wo man echt 1,5 Stunden drüber reden könnte, was passiert von einem Zyklus, aber und man das zeigt dann halt ziemlich sicher an, wann ist was, und wenn man gleichzeitig dann auch noch lernt, seine eigenen Signale gut zu untersuchen, dann ist NFP sehr, sehr sicher. Also kann das super funktionieren. Trackle heißt der Trackle? Trackle, ja, Trackle. Trackle, cool, okay, super cool. Jetzt nochmal zurück zum Qualitätsmerkmal gut. Also jetzt würde mich natürlich interessieren, was für dich guter Sex bedeutet. Was muss da passieren? Was sind deine so Kriterien, dass du danach sagen kannst, ja, das war gut? Also zum Ersten, finde ich, muss halt erstmal, also muss halt quasi gewollt sein, zumindest reaktiv. Also es ist völlig okay, wenn man anfängt, denkt, ach ja, eigentlich würde ich jetzt heute auch gerne meine Lieblingsserie bei Netflix gucken. Aber gut, wenn wir schon mal dabei sind. Aber während des Ganzen sollte dann halt irgendwann schon das Gefühl aufkommen, dass das nett ist, also, und dass das schön ist. Und dass man halt auch gerne mit diesem Menschen zusammen teilen möchte. Weil ich glaube, leider in vor allen Dingen Langzeitbeziehungen gibt es halt allzu häufig auch dieses, naja gut,
ist mal wieder der fünfte, jetzt muss ich mal. Und dann, ja, weiß nicht, guckt man halt an die Decke und denkt, beige, ich streiche die Decke, beige. Also das ist definitiv, zählt dann nicht unter das Kriterium gut. Zugewandtheit, also die Lust und die Erfüllung von beiden im Vordergrund steht und nicht nur von einem. Und dass man alles, was man gerne möchte, sagen und erleben und darf, ohne irgendein Gefühl von Scham. Und ja, für mich persönlich, aber das ist sehr persönlich, ist halt auch emotionale Konnektion und Verbindung super wichtig. Also wie heißt das auf Deutsch, Casual Sex? Zeitvertreib, Sex, sowas. kann natürlich auch gut sein, aber ich persönlich finde, dass halt mit einer emotionalen Verbindung nochmal ganz was anderes ist. Und man muss sagen, das gibt halt auch die Hormonlage wieder, dieser Peak an Oxytocin und so weiter, das findet nur statt, wenn ich denjenigen, den ich da habe, auch mag oder bestenfalls sogar liebe. Also dann passiert ganz was anderes, als wenn das ein Kinder-Stranger ist. Ich habe auch gehört, also da wage ich mich aber ganz vorsichtig vor, dass eben wenn das Gefühl der Liebe und eben dieser Oxytocin-Ausstoß stattfindet, dass dann auch die Fruchtbarkeit sowohl bei Frauen als auch bei Männern sich steigert. Also dass sogar die Spermienqualität besser wird. Die Spermienqualität wird besser, das ist korrekt. Und auch, also da gibt es halt auch im spirituellen Sinne wird halt gesagt, die Frau entscheidet sich dafür, die Schwangerschaft von diesem Mann zuzulassen. Da denke ich halt immer, wenn das so wäre, würde es keine ungewollten Schwangerschaften geben. Aber man weiß natürlich auch nicht, wo sich auf einer spirituellen Ebene quasi die Frau vielleicht auch für jemanden, den sie zufällig irgendwo getroffen hat oder so, entscheidet. Tatsächlich ist es aber so, dass sich wirklich was, also das Endometrium ist entgegen, was viele glauben, kein besonders nettes Umfeld. Also dass sich da ein Embryo einnistet, da gibt es sehr viele Mechanismen dagegen, nicht dafür. Also man hat Versuche gemacht mit Maisembryonen, die man irgendwo eingepflanzt hat, auf verschiedenen Geweben, und die wachsen auf fast allem besser als auf Gebärmutterschleimhaut. Und das ist so, weil das, was an schlechtem genetischem Material da ist, von vornherein aussortiert werden soll, damit es halt da gar nicht erst kommt, weil eine Schwangerschaft ist für den Menschen extrem kostenspielig. Also 9 Monate extrem, hinterher noch lange stillen und so weiter. Der Mensch ist einer der Spezies, die kostenspieligste Aufzucht von Nachwuchs und die Entstehung von Nachwuchs haben. Und deswegen muss sehr genau entschieden werden, lohnt sich das für diesen Embryo. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hier geht es nur um Biologie. Ich will überhaupt nicht sagen, dass irgendwie, wo irgendwelche Genetik nicht ganz in Ordnung ist, dass das weniger wertvoll als Leben ist, sondern rein biologisch entscheidet das halt unser Körper in die Richtung und versucht da schon eine Selektion zu machen. Und das scheint auch was damit zu tun zu haben, wie sehr kompatibel sind genetisch die beiden miteinander. Und genetische Kompatibilität hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, finde ich jemanden sexuell sehr anziehend und kann ich mich auch auf eine romantische Art in den verlieben. Das hat ohne Pille, das ist auch wieder ganz, ganz wichtig, die Pille bringt das alles durcheinander. Also tatsächlich nachgewiesenerweise bringt die Pille die Partnerwahl total durcheinander, was diese Geschichten angeht. Also ohne die Pille habe ich als Frau ein relativ gutes Gespür dafür, wer genetisch gut zu mir passt und mit dem ich halt genetisch gute Nachkommen zeugen kann. Und da demgegenüber werde ich halt auch wahrscheinlich mehr Verlangen verspüren und auch mehr romantische Gefühle. Und das führt halt dann wiederum dazu, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Embryo sich wirklich einnisten darf in der Gebärmutter, erhöht ist. Lange Antwort auf eine kurze Frage, Entschuldigung. Nee, überhaupt nicht. Ich erinnere mich an, ich glaube, auch einen Versuch, den ich im Studium kennengelernt habe, mit diesem T-Shirt-Test. Ja, also, der T-Shirt-Test. Hast du teilgenommen? Ich habe nicht teilgenommen, nee. Obwohl, vielleicht indirekt. Irgendwo wird schon ein verschwitztes T-Shirt von mir rumgelegen sein. Aber die Auswertung hat nicht stattgefunden. Aber ich glaube, das, genau, was, nur um das zu bestätigen, was du gemeint hast, dass eben generell Frauen auf der Pille andere Gerüche bevorzugen als eben, wenn sie die Pille nicht nehmen und ja, dann eben auch andere Partner wählen. Sehr spannend. Ja. Und das ist natürlich auch, gab es ja auch mal eine Theorie, dass wenn
Frauen in eine Beziehung gehen und dann die Pille absetzen und dann auf einmal dann die Beziehung sozusagen sich wieder trennt, die beiden Partner, ja, weil eben dann klar wird, es hat doch nicht so gepasst. Also tatsächlich gibt es da sehr gute Untersuchungen zu. Es wurde halt in neueren Studien dann zum Teil nicht bestätigt, wobei ich halt viel da einfach nicht sicher bin. Also es gibt so eine erschlagene Datenlage, gab es ursprünglich dazu. Also ich denke, dass da viel Intervention halt auch stattfindet, weil über viele Sachen bei der Pille weiß man seit Jahrzehnten, was die an krassen negativen Auswirkungen macht, ohne dass das jemals in den Mainstream vorgedrungen ist, weil halt es tatsächlich einfach monetär ein Riesenfaktor ist. Also es ist ein wahnsinniges Geschäft. Und ich glaube halt, dass dieses zunehmend in der jüngeren Generation, dass viele Frauen die nicht mehr nehmen wollen, das ist halt was die Pharmafirmen nicht gerne sind. Pharmafirmen. Aber gut, das ist jetzt ganz ich finde es auch super eben, dass sich jetzt auch Gynäkologen und viele Ärzte, ich hatte auch schon, also meine Hausärztin hat ja auch mit einem Buch geschrieben zum Thema Pille und eben weg von der Pille. Und da sehe ich einiges jetzt eben auch aus dem professionellen medizinischen Bereich aufkommen. Das ist ja dann... Wer das jetzt hört und denkt, damit würde ich mich gerne mehr auseinandersetzen, kann ich total empfehlen. Ich weiß die Autorin gerade nicht, aber Your Brain on Birth Control. Sehr wissenschaftliches Buch, sehr ohne Pro, also nicht mit einem klaren Pro oder einem klaren Contra, aber wer das ganze Buch gelesen hat, bildet sich schon alleine ganz gut eine Meinung. Ist erst im Februar erschienen, gibt es leider bisher nur auf Englisch, aber fantastische Auswertung der gesamten Datenlage zur Pille. Also wer als Frau jetzt zuhört und ganz gut Englisch spricht und sich da intensiver mit drüber auseinandersetzen will und auch ein bisschen Ahnung, muss man leider sagen, von Hormonen und so weiter hat, weil sonst liest sich das Buch, glaube ich, schwer, ist das aber meine absolute Empfehlung. Also ist ganz, ganz toll. Okay. Jetzt steigen wir ein in die Anatomie. Jetzt wird es spannend für alle Männer. Bestimmt auch einige Frauen. Aber kannst du mich mal jetzt grob zum Verständnis durch die Anatomie, die sexuelle Anatomie der Frauen führen? Was ist hier wichtig? Unbedingt. Finde ich halt auch, also da ist so, ich habe eine Frauenrunde, wo wir gemeinsam, also viele denken immer, oh, wie langweilig, aber eigentlich ist es überhaupt nicht langweilig. Wir reden halt auch viel vor allen Dingen über solche Themen. Wir sind 10 Frauen und wir treffen uns seit jetzt, glaube ich, fast 4 Jahren einmal im Monat und wir lesen gemeinsam Bücher und diskutieren dann die Bücher. Aber es geht halt viel auch natürlich, wenn sich so viele Frauen treffen, dann auch um Sex und um Männer und um halt auch eben die Themen, die in diesen Büchern so aufkommen. Und da habe ich mal aufgebracht in einem Thema, dass das ja alles ein bisschen komplizierter ist, als man denkt, und habe ein bisschen was erzählt über die weibliche Anatomie. Und wirklich alle meine Freundinnen haben gesagt, Simone, du erschütterst gerade unsere Welt. Das wussten wir alle nicht. Das ist so krass dafür. Damit musst du mal an die Öffentlichkeit gehen. Das verändert so, so viel. Und und das war für mich halt auch nochmal bezeichnend, wie wenig Wissen darüber tatsächlich nach wie vor herrscht. Also insofern, was halt viele sehen von außen ist, Mann hat halt den Penis, der ja relativ lang ist, und dann halt eben die Eichel, und das ist ein relativ großes Sexualorgan, und bei Frauen weiß man halt, dass dann halt vorne die kleine Knospe der Klitoris schwer zu finden, vor allen Dingen für viele Männer schwer zu finden, und das war's dann. So ist das aber nicht. Und das ist halt eben, also was ich zum einen wichtig finde, wir haben so als Idee, Männer werden hart und Frauen werden feucht. Das ist Quatsch. Männer werden auch feucht, also Männer haben die gleichen Drüsen wie Frauen, die haben auch die Skin-Drüsen und haben auch Abarten der Bartholinschen Drüsen. Das ist halt so die Präejakulation, und manche Männer haben das stärker als andere, aber die Schleimhaut oben rüber und so wird halt auch feucht und da wird auch Flüssigkeit produziert. Und Frauen, und das ist noch viel, viel wichtiger, werden auch hart. Frauen haben die gleiche Struktur an Schwellkörpern, mit dem kleinen Unterschied, bei Männern gibt es nur, also insgesamt Schwellkörper sind Kapillarsysteme, die so Schranken haben. Muss man sich wie eine selbstschließende Schleuse vorstellen, Blut läuft rein, die Schranke ist so, dann drückt von oben Blut dagegen, dadurch schließt sich die Schranke, desto mehr Blut drin ist, desto fester schließt sich die Schranke, ein selbstverstärkendes System, Schranke ist zu, Blut bleibt drin,
Und dann ist das Ganze fest. Und bei Männern gibt es halt nur das. Also entweder Blut ist drin oder Blut ist draußen. Und bei der Ejakulation ist durch diesen Muskelpuls, der entsteht, der wird dadurch verstärkt, dass dann das ganze Blut wieder, also quasi, dass die Schranken sich öffnen. Und das ist mit einer der Mechanismen, warum die Ejakulation stattfinden kann. Das brauchen Frauen ja nicht. Dementsprechend ist das bei Frauen ein bisschen anders sortiert. Wir haben verschiedenste Schranken, die sich verschieden öffnen und schließen können. Das heißt, bei Frauen dauert es viel, viel länger, da sind wir wieder beim Slow Cooker, bis die alle gefüllt sind. Und es gibt ganz, ganz viele. Männer haben nur, haben drei, also die Dinger heißen Corpus cavernosum, das sind die Schwellkörper. Männer haben zwei, einen rechts und links und einen, wo in der Mitte die Harnröhre ist. Der, wo die Harnröhre drin ist, wird nicht so fest, weil sonst wäre die Harnröhre verschlossen, das wäre schlecht. Sonst kann das Ejakulat nicht mehr raus und das wäre ungünstig. Frauen haben diverse Schwellkörper. Wir haben oben die Spitze der Klitoris und die hat dann zwei sehr lange Beine, also crura heißt auf Lateinisch Bein, die haben zwei lange Beine, die rechts und links in die Labien und die Scheide hineinläuft und dann ums Vestibulum, also um den Eingang der Scheide herumläuft und zum Teil, je nachdem, das ist sehr unterschiedlich, relativ tief in den Körper der Frau hineinragen kann oder sogar in die Oberschenkel. Das heißt, die Klitoris ist eigentlich viel, viel größer, als die meisten wissen. Also es ist ein relativ großes Organ, was größentechnisch sogar größer sein kann als der Penis. Um diese Beine der Klitoris herum liegen zwei große Schwellkörper. Das sind die sogenannten vestibulären Schwellkörper, die rechts und links laufen. Und dann haben wir noch, da wo die Harnröhre ist, das ist auch der Schwellkörper, der halt auch der Mann an der Harnröhre hat, haben wir den parauretralen Schwellkörper, der um die Harnröhre herum liegt. Das ist das, wo hier Grevenberg mal gesagt hat, das wäre der G-Punkt. Das ist Quatsch, also das ist kein Punkt, sondern das ist halt ein relativ langer, röhrenförmiger Schwellkörper, der auch nicht punktförmig behandelt werden möchte, sondern halt als das, was er halt ist, eine relativ große Zone. Und dann wie heißt die Zone nochmal? Parauretraler Schwellkörper, das ist der Schwellkörper, der rund um die Harnröhre liegt, also nach vorne hin quasi. Also, Mediziner sagen nach anterior, also zur Bauchdecke hin. Gibt es da einen hinten, kurzen Namen auch dafür? Also ist das sozusagen, was man unter G-Spot versteht aber noch? Oder? Ja, das ist das, okay, was man in die Richtung unter G-Spot versteht. Einen kurzen Namen, fürchte ich, gibt es nicht. Also, PUS? Vielleicht, wir könnten das so nennen. Aber, PUS, naja. Wäre nicht schlecht. Und nach hinten gibt es dann noch den den peritonealen Schwellkörper, Perineum-Schwellkörper, das ist der zum Damm hin, der dann in den tiefen Beckenboden noch reingeht und der halt auch, und man kann sich das halt relativ gut vorstellen, das ist im Prinzip so ähnlich halt wie beim Mann, auch wenn die alle voll gefüllt sind, dann bilden die einen sehr starken, umschließenden Ring. Und durch die erhöhte Durchblutung wird die nervale Versorgung ganz, ganz anders. Es wird viel empfindlicher, viel spannender, da berührt zu werden. Und es kann halt eben auch ein männlicher Gegenpart jeder Größe umschlossen und aufgenommen werden. Also wenn das, was da kommt, klein ist, dann kann es halt auch entsprechend durch die volle Füllung besser umschlossen werden. Und wenn das, was da kommt, groß ist, dann ist halt durch die bessere Muskelversorgung und so, da sind sogenannte Smooth Muscle Cells drin in diesen Schwellkörpern, können die sich auch viel besser dehnen und vergrößern und können eine total beeindruckende Länge insgesamt dann auch erreichen gegen das, über was so vorher war. Und das ist halt genau der Punkt. Das alles passiert nur, wenn die Schwellkörper voll gefüllt sind und die Frau wirklich bereit ist. Und das dauert. Und das ist halt das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die Frau feucht wird. Das ist der Beginn der Erregungskaskade. Und die allermeisten Männer denken, das wäre das Ende. Also die allermeisten Männer denken, das ist der Moment, wo die Frau jetzt bereit ist und wo sie halt ja loslegen dürfen. Und das ist nicht so. Und erst wenn man eben wirklich sich um all diese Schwellkörper kümmert, die leider auch alle einzeln bekümmert werden müssen. Es ist halt nicht wie beim Mann, dass man irgendwie die nackte Frau vorbeilaufen sieht und dann füllen die sich alle von alleine. Sondern das kann natürlich auch so sein, wenn viel externer Stimulus fürs Gehirn stattfindet, dann füllen die sich auch alle nach und nach. Aber wenn halt eine reaktive Erregung stattfindet, dann muss man sich wirklich um jeden einzelnen Schwellkörper auch liebevoll, manuell oder wie auch immer ein bisschen
bisschen kümmern und vor allen Dingen auch vorher um alles drumherum. Wir haben ja schon gelernt, Frauen schätzen es nicht so, wenn man gleich an die entscheidenden Teile geht. Und erst dann können sie sich vollständig füllen und das volle Empfinden kann die Frau nur erreichen, wenn eben auch hier wirklich die volle, ja, Erregung und Schwellung erreicht ist. Und das ist was, was offensichtlich ganz, 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 ganz wenige wissen. Und ja, und das ist halt... ganz kurz zusammenfassen. Also das sind, so wie ich es verstanden habe, 3 Schwellkörper, die wichtig sind, die sozusagen also, so einen Ring bilden. Und wenn die sich füllen, also ich finde, das kann man sich super vorstellen, irgendwie gerade, desto wirklich können die besser das Glied des Mannes empfangen und dann sozusagen passen sich dadurch auch eben an die Größe an und erlauben auch ein wahnsinnig gesteigertes Empfinden auf Seite der Frau, dadurch eben, dass diese Körper sich füllen konnten und die Nervenenden dann wahrscheinlich auch stimuliert werden dadurch. Genau. Und dass halt die Klitoris so unterschiedlich verläuft, also dass sie zum Teil in die Scheide mit hineinläuft, dass sie zum Teil bis in die Oberschenkel hineinläuft, das hat halt viel damit zu tun, was Frauen schön finden oder nicht und warum das so unterschiedlich ist, was Frauen schön finden oder nicht. Weil wenn die halt in den Scheidenvorhof mit reinlaufen, dann kann die Frau halt Stimulation hier und halt auch dann Penetration als sehr, sehr positiv empfinden. Wenn die eher so zur Seite auslaufen, dann interessiert sie das eher weniger. Also dann braucht sie halt mehr einfach Stimulation in dem Bereich. Und das hat viel damit zu tun. Und auch, wenn die Schwellkörper halt voll geschwollen sind, dann findet halt auch ein ganz anderer Druck auf die Klitoris statt. Und dann ist halt das, was, also es wird ja immer diese Unterscheidung jetzt, G-Punkt-Orgasmus, vaginaler Orgasmus, Zervikaler Orgasmus und so weiter. Genau. Ja. Das ist halt nur, also diese sogenannten tiefen Orgasmen sind halt nur möglich, wenn die Schwellkörper voll gefüllt sind, weil dann über diese Schwellung und die Härte, die dann da drin ist, Druck ausgeübt wird auf die verschiedenen Anteile der Klitoris. Also am Ende sind alles klitorale Orgasmen, aber desto mehr davon halt eben stimuliert wird, desto anders, tiefer und intensiver ist der Orgasmus. Und das spielt halt da eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und im Prinzip glaube ich, ich bin ja kein Mann, ist es wahrscheinlich auch so, man kann auch zum Orgasmus kommen, indem man nur die Spitze seiner Eichel stimuliert. Das ist, glaube ich, aber weniger schön, als wenn das ganze Ding das kann ich darf. Definitiv bestätigen, ja. Und so ähnlich ist das halt eben auch bei der Frau. Wenn man nur mit der Spitze spielt, dann ist halt das ganz was anderes, als wenn alle Teile, die die Frau einfach hat, auch mitmachen dürfen und mit dabei sind. Und das ist, also da gibt es halt das noch sehr kontrovers, aber das ist das, was mir im Augenblick nach allem, was wir jetzt wissen und dass diese ganzen anatomischen Anteile bei der Frau sind, das weiß man leider noch überhaupt nicht lange. Also insgesamt in den Anatomiebüchern, das erste Mal tauchte die Klitoris irgendwann in den 70ern überhaupt auf in den Anatomiebüchern. Dass das halt der Grund ist für diese unterschiedlichen Arten, angeblichen Arten von Orgasmen. Am Ende ist es halt immer alles irgendwie klitoral, aber es fühlt sich halt ganz anders an. Also es ist halt, wenn alles mit dabei sein darf, dann ist es halt was ganz, 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 ganz anderes. Und ich glaube persönlich, das kann ich natürlich überhaupt nicht beweisen, aber ich glaube, dass jede Frau das haben kann und dahin kommen kann. Und dass es sich halt auch lohnt, das zu versuchen, aber es braucht Geduld. Und manche Frauen brauchen wirklich 2 Stunden, bis all diese Schwellkörper wirklich voll gefüllt sind und bereit sind. Und da muss man halt ganz klar sagen, wer nimmt sich denn diese Zeit? Und dann ist es halt auch kein Wunder, wenn viele Frauen sowas nie erlebt haben. Da sind wir natürlich beim Biohacking vielleicht genau richtig. Also ich erinnere mich nur an zum Beispiel die Nutzung von Rotlichtlampen. Da würde ich jetzt vielleicht gleich das vorwegnehmen und mal eingehen. Zur Durchblutungsförderung. Und es gibt ja auch schon ein Gerät, jetzt habe ich leider, ich glaube V-Light heißt es, dass man sich als Frau vaginal einführt, das Rotlichtdioden hat und dadurch eben diese Schwellkörper unter Umständen, könnte ich mir jetzt vorstellen, die Durchblutung dort fördert. Was hältst du denn davon? Ja, also kann man alles machen. Also das ist halt ein Hack, Rotlicht, Arginin wäre so ein klassischer, also Arginin erhöht die als Nahrungsergänzung.
Genau, als Nahrungsergänzungsmittel Arginin und Cystein erhöhen den NO-Status im Körper, helfen beim Mann auch, um die erektile Dysfunktion zu beheben und insgesamt Erektionen zu verstärken und zu verbessern. Dann gibt es ja jetzt ja im Augenblick auch bei den Biohackern, weil Ben Greenfield da was zu gemacht hat, PRP-Shots in den Penis oder rund um die Vagina und in die Klitoris soll da das Empfinden massiv verbessern können. Da ist halt alles, ich glaube, dass das alles auch wirklich gut hilft, vor allen Dingen auch gut hilft, wenn diese Smooth Muscle Cells vielleicht nicht so gut in Übung waren, weil die brauchen Übung, die heißen nicht umsonst Muscle Cells, also das sind halt, das ist wirklich was Muskuläres und wenn es nicht benutzt wird, dann, ja, dann verkommen die. Halt, ne? Dann verkommen die, genau. Don't use it and lose it. Genau, da kann man halt echt viel machen, aber das nützt natürlich alles nichts, wenn sich dann keiner die Zeit nimmt, um dann wirklich dafür zu sorgen, dass da was reinfließt. Weil am Ende verlangen kann man nicht durch irgendein Lichtdevice, den man da einführt oder so, hervorrufen. Und okay. Ich glaube, dass das halt am Ende der wesentlich entscheidendere Punkt ist. Und natürlich gibt es auch körperliche Dinge, die mit dafür verantwortlich sein können, dass das alles nicht gut funktioniert. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen und von der Datenlage ist es 80-20, reicht, würde nicht ergebnisorientierte langfristige Zuwendung völlig ausreichen, auch ohne irgendwelchen zusätzlichen Geräte oder irgendwas. Ja, ich glaube, das hören viele sehr, sehr gerne. Ich würde auch sagen, dass besonders hier in der Flowgrade Show, auch wenn wir viel mit Biohacking zu tun haben, ich tendiere ja auch dazu, mehr und mehr wieder die natürlichen Sachen auch zu bevorzugen und zu suchen vor allem, weil eben wir haben sie halt und oft eben auch kostenfrei zur Verfügung und man muss nicht in die Apotheke laufen und sich einen Haufen Sachen und Geräte und Supplements holen. Es macht Spaß hin und wieder. Genau, es macht Spaß. Also das würde ich auch sagen. Wenn es eh schon gut ist, dann mit diesen ganzen Sachen rum zu experimentieren. Das kann super sein. Aber es sollte halt nicht der Anspruch sein, dass man denkt, wenn ich mir jetzt so ein Gerät kaufe, dann wird alles gut. Weil das ist ziemlich sicher nicht der Fall. Genau, ich sehe es auch eher so als Bereicherung. Also wenn dann die Basis muss das Natürliche sein, so weit wie möglich. Und das andere ist eigentlich eine Anreicherung an diversen Spielzeugen, die man da verwenden kann. Ja, jetzt aus deiner Sicht, was ich als Mann nochmal jetzt interessant fände, du hast gerade schon gesagt, das Geduld und Zeit dauert teilweise 2 Stunden, bis sich die Körper füllen können. Wie kann ich jetzt als Mann das auch noch begünstigen? Also du meintest ja schon, jeder von diesen Schwellkörpern muss individuell bearbeitet werden. Geht das über Berührung? Was kann ich also da tun? Zum einen finde ich natürlich wichtig, es gibt halt auch Frauen und je nach Situation, da kann das auch ganz, ganz schnell gehen. Also nicht, dass die bei denen es halt dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 2 Minuten dauert, denken, oh, ich bin kaputt. Absolut nicht. Also es ist alles zwischen 0 bis 2 Stunden ist völlig normal. Und das finde ich aber ganz, ganz wichtig, sich einfach immer wieder auch klar zu machen, weil es eine der Hauptängste von Frauen, ich bin nicht normal. Und es ist auch was ich bei mir selber ganz, ganz doll, wo ich ganz lange ganz viel mit zu kämpfen hatte, vor allen Dingen, was dieses ganze Thema angeht, bin ich normal. Also insofern finde ich das ganz, ganz wichtig. Was kann man tun? Also zum einen sich klar zu machen, haupterogene Zone ist im Gehirn. Weibliches Verlangen kann man halt nicht durch Viagra oder irgendwas auslösen, weil auch das hilft, die Schwellkörper schneller zu befüllen, auch bei der Frau. Das löst aber absolut kein Verlangen aus. Ne? Also eine reine Befüllung der Schwellkörper ist bei Frauen die sogenannte sexuelle Nichtkonkordanz, also körperliche Erregung geht bei Frauen nicht unbedingt mit tatsächlicher Erregung einher. Im Gegensatz zu Männern, wo das fast immer konkordant ist. Das ist ein bisschen leichter. Das kann ich noch vielleicht dazu sagen, für Frauen, die wohlberühmte Morgenlatte, die ist oft, ja, finde ich, stimmt, auch nicht konkordant. Ja. Die hat damit nicht unbedingt was zu tun. Die kann man dann konkordant machen. Zunächst ist sie das erstmal nicht. dass man sich das klar macht und dann eben das, was ich am Anfang gesagt habe, dass oft so diese Kleinigkeiten und die Bremsen runternehmen, die ermöglichen häufig, also es kann, man kann, also meiner Meinung nach als Mann, du kannst nicht oft genug sagen,
du bist schön, ich finde dich sexy, es sieht schön aus, wie deine Haare sich im Wind bewegen, ich liebe es, wie du riechst. Viele halt denken irgendwie, man muss sparen mit solchen Sachen. Für was? Also wofür muss man da sparen, dass sie sich abnutzen, wenn man das zu oft sagt? Meiner Meinung nach nutzt sich da nichts ab und es gibt halt, man kann es einfach, und wenn man sowas im Laufe des Tages immer mal wieder hört, kleine Berührungen und gerne auch halt mal Berührungen, die dann zu nichts führen müssen. Also beim Abwaschen nicht an die Brüste fassen, sondern vorsichtig ins Ohr flüstern. Du siehst super heiß aus, wie du da stehst. Das ist was, das führt dann halt dazu, dass wenn es dann zur Sache kommt und ohne dann irgendwas dafür zu erwarten in dem Moment. Und dass wenn es dann soweit ist, dass dann die Bremsen so weit runtergeschaltet sind und schon so viel Reaktion, also Signale für Reaktion stattgefunden haben, dass das, was dann passiert, sehr spontan sein kann und dann halt eben auch nicht lange dauern muss und eventuell halt keine 2 Stunden an Zeit erfordert. Und wenn es halt eben vorher gar nichts war, man hat sich, man hat einen echt stressigen Tag, hat sich lange nicht gesehen und so weiter, dass man dann halt eben auch sich vielleicht Zeit nimmt, erst irgendwie Sauna, gemeinsam atmen. Also ich finde, was du halt am Anfang schon gesagt hast, atmen erhöht, also gerade auch sowas wie die Wim Hof-Atmung oder so, erhöhen den Stickoxidgehalt im Blut stark, führen zu einer Alkalisierung des Blutes und das ist alles super hilfreich, damit diese Mechanismen gut funktionieren. Und gemeinsam zu atmen, während man sich einfach nur die Hand auf die Brust legt oder auf den Bauch oder so, was tatsächlich auch einfach auch schon erregend sein kann. Und sich die Zeit dafür zu nehmen und dann halt einfach wirklich als Mann auch zu fragen, was willst du? Was soll ich machen? Und also, Entschuldigung, mein Liebster, ich das so sage, aber ich kriege halt immer die Frage, wie ist die Bedienungsanleitung heute? Weil die ist halt jedes Mal völlig unterschiedlich. Und sich da drauf einzulassen, weil es gibt halt nicht die Bedienungsanleitung, sondern sie ist halt jedes Mal ein bisschen anders. Und dann wirklich zu fragen, was möchtest du? Und dass man dann auch als Frau sich traut zu antworten, ich möchte jetzt gerade, dass du einfach nur mir meine Haare kämmst oder ich möchte, dass du mein Gesicht streichelst oder ich möchte, dass du mir sanft über den Rücken streichelst oder dass du mir eine harte Rückenmassage gibst. Ich habe da und da Verspannung. Und so. Egal, was es halt ist und das dann machen. Darauf einlassen und zu wissen, das führt am Ende dahin, wo ich wirklich hin möchte. Und wenn ich halt jetzt drängel und versuche schnell dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte, dann führt das dazu, dass gar nichts passiert. Und ich glaube, das zu akzeptieren, A, die Bedienungsanleitung ist jedes Mal anders und B, ich muss mich halt darauf einlassen, auf das, was dann da kommt. Ich glaube, das sind so die Tipps, die extrem hilfreich sein können. Und dann halt eben mit diesen Schwerkörpergeschichten und so, die müssen mit der einzelnen, das ist tatsächlich dann was Manuelles, das kann man aber lernen, da lohnt sich halt auch, sich mal mit Tantra und so auseinanderzusetzen, dass man tatsächlich, dass es viel mehr gibt da als ja rein raus, rubbel, rubbel, sondern dass man halt jeden einzelnen Schwerkörper auch massieren und stimulieren kann, um da Füllung und Stimulation zu erreichen. Aber das ist was, also ich weiß nicht, du hast ja auch mit Zucker, glaube ich, auch einen Podcast gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr darüber geredet habt. Das ist was, wo ja, vor allen Dingen halt die tantrische Lehre viel zu bieten hat. Aber es gibt auch viel gute Bücher zu dem Thema, wo man sich informieren kann und da dann auch ganz wichtig, am besten in Rücksprache mit der Partnerin das ausprobieren kann und rausfinden kann, was mag sie und was funktioniert bei ihr. Weil Frauen sind, wie gesagt, anatomisch extrem stark unterschiedlich. Während das bei Männern fast immer halbwegs gleich ist, kann es bei Frauen halt ganz, ganz unterschiedlich sein, wo da was hinragt und wie groß das ist und so weiter. In diesem Bezug kann ich fast schon mal noch diese Kaffee- und Orgasmus-Geschichte vom Anfang erzählen. Da genau das wollte ich eben dich noch fragen. Ich kam damals in Berührung in den USA mit Oming, nennt sich das, orgasmische Meditation tatsächlich, wurde entwickelt von einer Amerikanerin, die da auch eine ganze Firma drumherum aufgebaut hat, One Taste. Und da geht es eben sehr, sehr viel um den weiblichen Orgasmus. Allerdings glaube ich, ist es schon eher eine klitorale Stimulation. Und es läuft so, dass also Männer können das lernen. Da gibt es tatsächlich Workshops und die Frau liegt da. Es wird genau 15 Minuten dann getimed. Und dann können Männer aber lernen, eben wie sie, ich nehme an, eben auch diese Schwellkörper bearbeiten, manuell. Und dann, das eben genau, die Idee ist dann meditativ für die Frau zum Orgasmus zu kommen. Ich weiß, da hast du auch eine Meinung dazu. Kannst du die noch mit uns teilen? Die Idee finde ich total gut.
Also da halt zwischendurch sowas mal zu machen und so. Ich finde insgesamt immer ganz, ganz wichtig, dieses, was ihr schon mehrfach gesagt habt, jeder ist normal. Also wenn man zum Beispiel zu den Frauen, das ist relativ selten, also nur 2-3% aller Frauen, das sind sehr wenige, bevorzugen vaginale Stimulation. Das ist wenig. Aber wenn man zu denen gehört, dass auch das normal ist und dass es sich eben lohnt zu lernen, wie groß die Klitoris eigentlich ist und dass halt auch klitorale Stimulation an allen möglichen Stellen stattfinden kann und dass es sich halt lohnt zu erlernen vielleicht und zu gucken, was habe ich eigentlich vielleicht bis hierhin verpasst, wenn wirklich alle Schwellkörper gefüllt sind und wenn wirklich da alles mit einbezogen wird. Aber wenn ich dann sage, sowas wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist das, was mir das meiste bringt und was ich am schönsten finde und was für mich super funktioniert, dass das dann halt eben auch genauso okay ist und sehr, sehr schön ist. Ja, und das mit dem, das finde ich halt auch sehr, sehr gut. Ich kenne jetzt diese spezielle Technik nicht, wäre mal ganz interessant. Ich persönlich kann mir halt immer nicht vorstellen, dass es wirklich was gibt, was bei jeder funktioniert. Also mein Gefühl ist, wenn auch mit Frauen reden und so weiter, dass Frauen einfach so unterschiedlich sind und vor allen Dingen auch von Tag zu Tag, je nachdem an welcher Stelle des Zykluses sie sind und so weiter, so unterschiedlich sind, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass eine Technik immer funktioniert. Aber wer weiß. Du wolltest doch auf eine Sache eingehen, wo du meintest, du hattest sogar eine Studie gesehen, wo im Hirn nachverfolgt wurde, dass ein Orgasmus stattfindet, allein durch ekstatische Atmung oder durch Meditation. Also ist das tatsächlich möglich? Ja, das ist definitiv tatsächlich möglich. Mir fällt gerade ihr Name nicht ein, aber eine Autorin, die mehrere Bücher geschrieben über Tantra, das wäre auch, also wer sich mit Tantra beschäftigen will, wie gesagt, Zucker hat da vielleicht auch noch ein paar bessere Tipps, aber also auf Englisch heißt es Urban Tantra und es ist halt so ein bisschen ein Zugang auf Tantra, der sehr bodenständig ist, also ohne diese starke, sehr starke spirituelle Komponente und deswegen finde ich das halt sehr gut und die hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Ecstasy is Necessary und da geht sie halt auf diese ganzen Sachen ein und es gibt ja ziemlich viele, die sagen, sie können sich rein durch Atmung und so weiter zum Orgasmus bringen und die hat sich halt tatsächlich durchs MRT schieben lassen, um das verifizieren zu lassen und auch währenddessen halt permanent Hormone untersucht und so weiter und die haben festgestellt, dass das, was in ihrem Gehirn passiert während eines sogenannten Energieorgasmuses, genau das ist, was im Körper auch normalerweise passiert beim normalen Orgasmus. Und das ist halt auch was super spannend ist und da mit hinzukommen und diese Sachen zu lernen und und das auch mit einem Partner zusammen vielleicht zu erleben, weil es halt nochmal eine ganz andere Komponente reinbringen kann, die sehr, sehr interessant und spannend ist und auf eine sehr spirituelle Ebene oder auch im Prinzip finde ich auf eine sehr hohe Biohacking-Ebene geht, weil hier geht es halt auch wieder um Hormone und um all das, wo wir eigentlich gerne hinkommen möchten. Und das ist halt eben viel ist, was wirklich in unserem Kopf passiert, auch ganz völlig unabhängig von den Genitalien. Alles wahnsinnig spannend. Simone, ich habe immer noch ein paar Fragen und ich glaube, wir gehen die jetzt einfach alle durch, weil ich glaube, das interessiert die Zuhörer auch. Ich glaube auch. Genau, weil du bist ja auch zum anderen sehr bewandert mit Ernährung. Das würde mich jetzt noch interessieren, ob es diverse Ernährungsmethoden gibt, um auch zum Beispiel vor dem Sex sein Verlangen zu steigern. Man hört ja immer wieder, man soll irgendwie ein nicht zu schwer essen, aber irgendwie proteinreich vorher, Männer vielleicht nachher Zink, wenn sie ejakulieren, weil sie so viel Zink verlieren. Kannst du das vielleicht da hier noch so ein bisschen aufdröseln, ob es da so ein paar Ernährungsrichtlinien gibt, die der Libido und dem Sex förderlich sind? Also insgesamt glaube ich, und es ist auch tatsächlich meine persönliche Erfahrung, es gehört auch Gesundheit dazu. Also man kann halt nicht erwarten, dass man in keinem anderen Bereich des Lebens gut performen kann. Das sind wir jetzt wieder bei Performkram, das sollte halt da nicht viel Druck drin sein. Aber wenn man halt, wenn man nicht mehr in der Lage ist, irgendwie 200 Meter zu laufen, ohne irgendwie fast keuchend zu sterben, dann muss man halt auch nicht erwarten, dass man großartigen und beeindruckenden Sex haben kann, weil der Körper einfach dann nicht mehr dazu in der Lage ist. Also das heißt halt körperliche Fitness und auf sich achten und so weiter spielt, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle.
Ernährungstechnisch, also wie schon gesagt, alles, was mit Stickoxid zu tun hat, spielt da halt eine Rolle. Also das heißt, Lebensmittel, die halt auch sonst in der NO-Kaskade günstig sein können, wie zum Beispiel rote Beete, das ist was, Spinat oder so, das ist halt was, was hier sehr hilfreich sein kann. Bei ist Männern, übrigens Stickoxid dasselbe wie Stickstoffmonoxid? Das ist NO? NO, genau, ja. Doch, ist das gleiche Stück. NO, genau. Genau, also das ist genau derselbe Stoff, dann, also den du vorher erwähnt hast, bekommt, der ist auch in der roten Beete drin. Genau, der ist auch in der roten Beete drin. Alles, was halt stark Cystein- und Arginin-haltig ist an Nahrungsmitteln, also das ist da hilfreich. Bei Männern gibt es ein paar Studien, die gezeigt haben, dass durch den Konsum von rotem Fleisch der Testosteronspiegel nach oben geht. Mandeln sollen den Testosteronspiegel erhöhen, ist da auch gut und sinnvoll. Wobei man halt sagen muss, eine Sporteinheit, also wenn du jetzt halt, 20 Minuten knackiges Krafttraining machst, das haut deinen Testosteronspiegel maximal stärker nach oben, als wenn du rote Beete isst und dazu ein Steak. Also insofern glaube ich, das ist halt da der bessere Hack. Aber das ist halt was, wo man auch nicht zu schwer auf jeden Fall, weil mit super vollem Magen ist halt einfach das Interesse insgesamt gering. Viele Frischstoffe sind auf jeden Fall sinnvoll. Aber was bei Frauen ganz, ganz wichtig ist, also es gibt halt diverse Phytohormone in Nahrungsmitteln. Also zum einen ganz, ganz große Rolle, wenn man da Schwierigkeiten hat, spielen Milchprodukte. Inzwischen werden in fast allen, also Kuhmilch wird fast immer von trächtigen Kühen gemolken. Das heißt, die Kühe kriegen das Kalb und werden sofort wieder geschwängert, weil man halt das Beste und Meiste aus denen rausholen will. Und dann hat die Milch tausendmal mehr Östrogen als die Milch von nicht trächtigen Kühen. Und das macht eine massive Belastung. Und dann ist halt nochmal wichtig, das Östrogen aus der Kuh, was ja ein bioidentisches Östrogen ist, ist 100.000-mal wirksamer als jedes Xenoöstrogen von draußen. Das heißt, an dieser Stelle können wir ganz, ganz viel tun. Und eine Überöstrogenisierung ist was, was halt die Libido und so massiv stören kann. Das heißt, das Weglassen also keine weniger Milchprodukte. Genau, das Weglassen von Kuhmilchprodukten oder den reinen Konsum von Demeter-Kuhmilchprodukten. Also die Demeter-Produkte, die Demeter-Philosophie hat unter anderem als Grundsatz, dass keine trächtigen Kühe gemolken werden. Das heißt, da bekomme ich das nicht rein. Das geht oder von den Bauern meiner Wahl, den ich kenne. Ich kaufe hier immer beim Biohof Blankenfelde. Die haben nur 3 Kühe und ich kann mir aussuchen, von welcher Kuh. Also es gibt dann Emmermilch und Jersey-Milch und also hier kannst du halt von der einzelnen Kuh die Milch kaufen und die sind halt garantiert nicht trächtig. Oder man kauft Schaf und Ziege. Bei Schaf und Ziege ist das nicht möglich, diese Art mit denen umzugehen und insofern ist man da dann auch auf der halbwegs sicheren Seite, das zu meiden. Und dann kann man so ein bisschen rumspielen, Soja und Leinsaat, das sind Liganden und Isoflavone, die da drin sind, die bestimmte Wirkungen da haben. Da hängt es ganz, ganz stark ab. Die haben sowohl eine östrogenäre Wirkung, wenn jemand zu wenig Östrogen hat, als auch wenn jemand zu viel hat, können die den Östrogenrezeptor blockieren und können da auch hilfreich sein. Das ist was, da muss man so ein bisschen mit sich selber rumprobieren. Also das ist wieder so aus dem Biohacking und Quantify Self, dass man halt einfach aufschreibt. Also dass man halt sagt, so diesen Monat mache ich mal irgendwie Soja und jeden Tag gibt es irgendwie einen Soja-Joghurt und schreibe halt einfach auf, habe ich das Gefühl, hilft mir das? Fühle ich mich weniger aufgequollen? Ist meine Libido besser? Habe ich vielleicht bessere Orgasmen? Und im nächsten Monat nicht. Also das muss man tatsächlich, weil man das nicht messen kann, also man kann halt diese Wirkung der Phytoöstrogene an den Rezeptoren und ob die eine Blockade machen oder eine Stimulation, das kann man nicht messen, das kann man nur für sich selber rausfinden. Aber das ist was, wo es ganz, ganz wichtig ist. Und andersrum für die Männer, Finger weg von den Milchprodukten, Finger weg vom Hopfen und Finger weg von großen Mengen an Phytoöstrogenen, weil das alles schadet euch extrem und vor allen Dingen auch eurer Libido. Also das lässt sich da relativ einfach zusammenfassen. Und vor allen Dingen, das hatte ich ja schon letztes Jahr beim Flowfest-Vortrag, wo ein lautes Stöhnen durch die bayerische Gemeinschaft ging. Kein Hopfen! Hopfen ist das mächtigste Phytoöstrogen, was draußen zur Verfügung steht und kann tatsächlich einen massiven Einfluss da haben. Und das ist einer der Gründe, warum halt nach Konsum von Bier, das mit der Erektion manchmal schwierig ist. Das ist nicht so sehr nur der Alkohol, sondern bei Bier tritt das im Speziellen auf. Das betrifft natürlich dann auch das alkoholfreie Bier. Das betrifft auch das alkoholfreie Bier, ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn man es halt regelmäßig konsumiert.
Wirklich spannend. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, weil du wirklich hast einen enormen Wissensschatz. Das ist ein Wahnsinn, Simone. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt. Und, ich hoffe, ich habe diesmal nicht so schnell geredet. Wenn ich mit dir rede, geht das immer einigermaßen. Nee, das ist wirklich, wirklich super. Bloß ich habe mir hier nebenher einfach ein paar Notizen gemacht. Also ich wiederhole nochmal für alle Zuhörer, was die Simone gerade zum Thema Ernährung und Sexualität gesagt hat. Bedeutet Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Stickstoffmonoxid, Arginin, Cystein, zum Beispiel rote Beete, Mandeln, rotes Fleisch. Was man meiden sollte, sind Milchprodukte, Männer genauso wie Frauen, aufgrund der enorm hohen Werte an Östrogenen. Allerdings, wenn die Kuh auf einer Weide steht und man die zum Beispiel dann nicht gleich wieder trächtig ist, ist es okay, so beziehst du deine Milchprodukte. Kein Hopfen, also kein Bier. Phytoöstrogene vermeiden größtenteils. Und was auch noch Testosteron wirkend sein kann, ist zum Beispiel ein Workout, statt sich da jetzt irgendwie ein Bier reinzustellen. Genau. Und kein Bier nach dem Workout. Entschuldigung, Erdinger. Alles klar. Gut. Nee, super, super, super. Ja, dann würde ich gleich noch ein weiteres Thema anschneiden, das mich auch sehr interessiert. Wir hatten ja schon gerade über Rotlicht gesprochen. Allerdings bei Männern hört man ja auch immer, und das passt für mich noch nicht so ganz zusammen, dass man die Hoden nicht erhitzen sollte, zum Beispiel keinen beheizten Autositz, wenn man jetzt vorhat, nachts noch aktiv zu werden. Wie passt das genau zusammen? Weil Infrarotstrahlung zum Beispiel ist ja dann auch erwärmend für die Hoden. Mhm. Also muss man halt klar unterscheiden zwischen den Auswirkungen von Licht und den Auswirkungen einfach von Wärme alleine. Also Infrarotstrahlung unmittelbar, bevor man vielleicht Sex haben will oder so, würde ich denken, ist auch eher schädlich. Also ist wahrscheinlich nicht so hilfreich durch die Wärme und ist vor allen Dingen nicht hilfreich für die Spermienqualität. Weil jetzt ist halt, dass der Hoden außerhalb des Körpers liegt und halt frei auch nach oben und nach unten bewegt werden kann. Das war immer im Studium, das war mein Lieblingsreflex, der Tunica-Datus-Reflex, wenn man über die Innenseite des Oberschenkels streicht, dass sich dann der Hoden nach oben rollt. Finde ich bis heute unfassbar faszinierend. das hat der Hoden halt aus einem bestimmten Grund, weil er halt eben für kalt und warm sorgen will. Das torpedieren wir sowieso schon mit Hosen und engen Unterhosen und so weiter. Und also eine Sitzheizung torpediert das dann halt in Höchstform. Da gibt es das Badener Hodenwärmeprojekt oder so. Da hat man versucht, ob man verhüten kann, indem man irgendwie die Männer 30 Minuten am Tag ihre Hoden in heißes Wasser halten lässt und hat dann festgestellt, ja, die Spermienqualität wird doch rapide schlechter, wenn man das macht. Das wäre doch eine Business-Idee, Simone, so ein kleines genau. So ein Pelz Wärmepaket. Genau, das Verhütungsjäckchen für die Hoden. Und am besten auch elektrisch, dann hat man auch die Strahlung dabei, dann geht da gar nichts mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, also das da, also vor allen Dingen für die Fertilität ist es stark einschränkend. Andererseits ist halt das UV-Licht und halt auch Infrarotlicht. Und ich würde hier immer Sonne bevorzugen, ehrlich gesagt. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, würde ich halt immer Sonne zu verschiedenen Tageszeiten einem künstlichen Spektrum vorziehen. Das erhöht tatsächlich die Testosteronproduktion, verbessert die Ansprechbarkeit der Leydigzellen im Hoden für LH und FSH und sorgt damit dann auch sowohl für eine bessere Spermienqualität als auch für eine erhöhte Testosteronproduktion. Und das ist da dann halt super, super hilfreich. Ja, und natürlich, wenn du die jetzt stundenlang kochst, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so gut. Also aber da reichen halt auch Kurzexpositionen, dass man an so einem schönen sonnigen Tag wie heute sich vielleicht einfach, wenn man die Möglichkeit hat, so wie bei meinem Balkon hier, da kann man zumindest von der Seite aus nicht drauf gucken, sich vielleicht dann als Mann einfach mal ein paar Minuten hier nackt in die Sonne setzt. Und ich kenne auch Menschen, die das tun. Ja, es gibt da einige, die da wild unterwegs sind. Ja, also
Und da gibt es ja auch, weiß ich nicht, der Andreas also vom KTC Lab, der, die haben ja jetzt, glaube ich, ab diesem Jahr eine Badehose, die UV-durchlässig ist, genau aus diesem Grund, damit man, also das hatte er das letztes Jahr gesagt, es wird dieses Jahr sowas geben, ich weiß nicht, wie das jetzt in der ganzen Phase da wirklich dazu gekommen ist, aber finde ich halt auch einen sehr, sehr coolen Biohack. Sehr, sehr coole Idee auf jeden Fall und wahrscheinlich gleich noch auch noch Strahlenschutz und UV-durchlassen, das wäre natürlich genau. Der Hammer, können wir gleich mal. Ja. Jetzt genau andersrum, es gibt ja immer wieder so die Gerüchte oder diese sehr interessanten Erzählungen von russischen und chinesischen Powerliftern und Bodybuildern, die sich die Hoden einfrieren, so vor der Competition, um das Testosteron massiv zu steigern. Macht das aus deiner Sicht Sinn? Naja, ich glaube, dass das vor allen Dingen, also ich glaube, man muss sich nicht die Hoden einfrieren, das klingt gruselig, aber ich glaube, dass es da eher der Reiz der Kälte insgesamt ist. Also ich glaube, dass da halt eben, dass wir auch viel machen, halt die Eisbäder und so. Also das macht einen Urge an diesen Hormonen und dass das eben schon ausreichend ist. Und vielleicht finden es viele angenehmer, dann nur den Hoden irgendwie Kälte zu exponieren als Ganzkörper. Aber beides funktioniert. Ich glaube, es ist der hormetische Reiz, der dann eben dann da zu dieser Ausschüttung, also der Reiz Hormesis ist ja immer ein Reiz, der zwar Stress verursacht, aber nicht so viel Stress, dass es schädlich ist, sondern ein Stress gegen den Körper gegenkompensiert. Und Testosteron ist halt auch eins der Hormone, die vor allem beim Mann dann massiv ausgeschüttet werden. Allerdings auch bei Frauen und auch Östrogen und so weiter. Und das ist im Augenblick noch so anekdotisch, weil es da nicht viel Untersuchungen zu gibt. Josephine und ich haben schon überlegt, dass wir da total gerne was drüber machen würden. Dass halt sowohl Libido als auch Beschwerden mit PMS und sowas offensichtlich besser werden, wenn man regelmäßig und viel Eis badet. Und ich denke, das ist der gleiche Mechanismus, der dahinter steht, dass es halt tatsächlich da hilfreich ist, dass die Hormone in größerer Menge ausgeschüttet werden. Also ich glaube, es ist schon durchaus was, wo was dran ist. Ich weiß nicht, ob man seinen Hoden in Eis halten muss oder ob halt die klassischen Eisbäder den gleichen Effekt bringen. Das ist natürlich auch immer eine schöne bildliche Geschichte. Wenn man sich so einen Muskelprotz vorstellt, der sich dann so... Da gibt es ja tatsächlich eine Firma, habe ich gefunden, dann die solche kleinen Eispacks vorstellt, also was wir von Jäckchen gesprochen haben. Es gibt tatsächlich solche Eisjäckchen dafür. Also es ist halt wahrscheinlich leichter, halt eben nur den Hosen. Das ist so ähnlich, wie wenn man nur die Schilddrüse Kälte exponiert, um Sachen zu erreichen. Und so ist es halt leichter, das langfristiger zu tun in einem relativ kleinen Bereich des Körpers, als wenn man sich halt ganz körper exponiert. Bin ich gleich noch bei der nächsten Frage. Ich weiß, dazu hast du auch schon geschrieben auf deinem tollen Instagram-Account. Übrigens @Dr. Simone Koch, alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, was für ein Wissen die Frau hat, dann macht gerne einen Screenshot, teilt den mit uns, mit @Dr. Simone Koch und @Flowgrade und lasst es uns wissen, das ist immer sehr, sehr cool. Genau. Und zwar Caring is caring. Auf jeden Fall. Und wenn ihr jemanden habt, natürlich, den das Thema interessiert, und ich bin mir ziemlich sicher, jeder von euch hat einen oder mehrere, dann bitte teilen. Wir wollen diese Infos, wir machen das nicht umsonst und sondern wir wollen eben möglichst viele Leute informieren und dafür nehmen wir uns auch die Zeit. Und deswegen wäre es super, wenn ihr euch einfach da mal aktiviert und die Sachen teilt. Genau. Thema Nacktschlafen. Ich weiß, das hast du schon geschrieben, weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch die Temperatur eine Rolle spielt. Allerdings, du hast schon gerade erzählt, Leute tragen so enge Unterwäsche. Warum würde es Sinn machen, nackt zu schlafen? Verschiedene Komponenten. Also worüber ich da geschrieben habe, war, dass Melatonin sich besser regulieren kann, wenn man nackt schläft. Das ist wohl auch, das hat was mit der Körpertemperatur zu tun. Da wurde ganz viel dann gefragt, wie ist das mit dicken Decken und so. Tatsächlich ist es aber so, wenn mir zu warm ist und so nachts, dann schmeiße ich halt auch die Decke weg. Also das ist halt was, wo unser Körper sehr, sehr gut funktioniert und hole sie mir halt auch zurück. Sehr gut beobachten kann ich das immer bei meinen Kindern, die halt sich nachts sich mal auf und zu und auf und zu und auf und zu decken. Da scheint das noch sehr gut zu funktionieren. Ja, und wenn man halt nackt schläft, hat der Körper wesentlich bessere Möglichkeiten. Da gibt es wirklich auch ein paar spannende Studien zu, sich da zu regulieren. Und dann ist der Melatoninspiegel deutlich besser. Dann schläft man deutlich tiefer und entspannter. Und dementsprechend auch ist die Regeneration besser. Und das ist halt dann auch besser für alles und sicherlich auch fürs Sexleben. Zweite, aber ganz, ganz wichtige Komponente finde ich als Paar, wenn man schon nackt ist,
ist die Hürde, dass man dann auch Sex hat, deutlich geringer. Und einer der Hacks, um dann wirklich regelmäßig Sex zu haben, 3 bis 4 Mal pro Woche, ist nachts zu schlafen. Und weil es erhöht also schon Berührung, das hatten wir schon mit dem Händchen halten, erhöht den Oxytocin-Spiegel und damit auch schon die Bereitschaft in die Richtung. Und die Hemmschwelle ist insgesamt geringer. Ich habe tatsächlich im Freundeskreis ein Paar, die zu Hause fast immer nackt sind. Das ist immer witzig, wenn man da kommt und klingelt, dann kommt immer, Moment, ich zieh mir was an. das gibt es nur in Berlin übrigens, gell? Das ist so der Warning Gag. Und das ist eigentlich ein mega konservatives Paar, die sind krass katholisch und keine Ahnung, aber das ist so deren Hack und das ist auch eins der Paare, die sind, also die haben nur einander, die hatten nie einen anderen Partner und die sind seit 15 Jahren zusammen oder so und die haben immer noch eigentlich jeden Tag Sex mindestens einmal. Und ich glaube, einer der Gründe ist tatsächlich das, dass die halt zu Hause so viel nackt rumlaufen. Ja, und das Gleiche gilt halt eben auch wie im Bett, dass wir so einer der Sachen so für Paare, wenn man halt gucken will, wie komme ich überhaupt dahin, neben geplantem Sex, dass man sich halt wirklich mal vornimmt, heute Abend nicht Netflix und chillen, was ja schon als Pseudonym dafür gilt, sondern wirklich halt geplant, heute Abend nehmen wir uns mal Zeit füreinander und einfach für Sex, ist nackt schlafen, weil wenn man schon nackt nebeneinander liegt, ist tatsächlich, glaube ich, die Hürde deutlich geringer. Und weil wir ja mit Self-Pleasuring, also mit Selbstliebe und Miteinander halt auch drüber gesprochen haben, es spricht halt auch nichts dagegen, wenn nur einer Lust hat, dass der andere trotzdem dabei ist. Also, dass man halt eben sich um sich selber kümmert, weil dieser Anspruch, der mein Partner muss sich darum kümmern, dass ich befriedigt bin, ist eigentlich falsch, weil finde ich, weil am Ende ist man für sich selbst verantwortlich. Aber der andere kann ja trotzdem liebevoll quasi für einen da sein und man kann sich küssen oder einfach nur berühren oder so. Und meistens führt das halt auch dazu, dass dann das Interesse zumindest auf der männlichen Seite dann auch dann da ist. Dass es ich kann mir das auch nur so vorstellen gerade. Auch beidseitig wird. Aber, also ich weiß halt von einem, das hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, dieses Sex Everyday, die haben das halt auch als Hack drin. Und bei denen halt heißt das halt auf der Karte, heißt das The Usual. Und The Usual ist bei denen halt der, der halt mehr Interesse hat, macht sich selbst und der andere ist halt liebevoll dabei. Und finde ich persönlich einfach auch, was als ja, Sex-Life-Hack, was total schön ist, wenn man diese Offenheit miteinander hat, dass das halt auch stattfinden kann und dass man das halt dann nicht als, manche Frauen empfinden das ja wirklich quasi als Betrug, wenn der Mann masturbiert, dass man halt sich davon einfach komplett trennt und halt da auch mit das als Bereicherung empfinden kann. Ja, miteinander. Sehr schöne Vorstellung, doch, finde ich auch. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich mir das vorstellen kann. Ich denke, wie du sagst, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dann eben doch zweisam wird. Genau. Ja, Simone, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe jetzt noch eine Frage für dich. Du weißt, was kommt. Ja. Unsere finale Frage für diese Episode. Ich nehme an, da sind noch ein Haufen Sachen offen, aber ich denke, jetzt ist echt ein ganz guter Zeitpunkt. Also ich sehe jetzt gerade, dass alles, mein ganzes Sheet ist jetzt erstmal vollgeschrieben. Und zwar der beste Sex deines Lebens. Hattest du den schon oder kommt der noch? Ich finde die Frage super, weil man sich einfach damit befassen würde, muss, was erwarte ich eigentlich so vom Leben? Ich würde immer hoffen, kommt noch. Einfach damit es nach oben immer noch was gibt, was offen ist. Weil es einfach ja schade wäre, wenn es schon alles war sozusagen. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es den eventuell schon gegeben hat, aber auch wiedergeben wird. Also dass es quasi nicht mehr so wahnsinnig viel Steigerung gibt, aber dass es halt auch auf dem Niveau bleiben kann. Okay, sehr diplomatische Antwort auch.
Aber ich finde halt wichtig, sich da, also ich finde, das ist eine coole Frage, mit der sich einfach jeder so ein bisschen für sich auseinandersetzen sollte, um einfach zu gucken, was erwarte ich und wie zufrieden bin ich. Und auch einfach mal zu gucken auf einer Skala von 1 bis 10, wo würde ich mein Sexleben raten? Und wenn man halt irgendwo bei 4, 5 rumdümpelt, zu sagen, okay, da geht noch was. Ich habe jetzt ja eine Menge gute Tipps gehört. Let's do it. Ja, und ich würde vielleicht sogar sagen, dass man, weil wir ja sagen, entweder Vergangenheit oder Zukunft in der Frage, aber warum nicht auch so, habe ich gerade? Ja, genau, so, ja. Das ist gerade so die, glaube ich, das wäre natürlich das Ultimum, dass man sagt jetzt gerade, es läuft alles super und ich halte es jetzt einfach weiter. Und ich fand übrigens auch noch sehr spannend, das meinte der Zucker, die Sexualität vielleicht auch so ein bisschen betrachten wie eine neue, also die neuen Trends, wie so eine neue Diät, die aufkommt immer wieder im Jahr und man sagt, oh, ich probiere es vielleicht mal aus, ach, die Acai Bowl ist jetzt gerade in oder dies oder dieses neue, diese Frucht und so. Und dann, wenn man auf sowas stößt in der Sexualität, dass man einfach sagt, ja, cool, etwas Neues und ich gebe dem eine Chance, ich probiere das aus, einfach so ein bisschen Abwechslung wieder reinzubringen, wie als wenn man in der Küche steht und eben sagt, heute koche ich mal was, was ich noch nicht gekocht habe. Ja, finde ich auch total gut und finde halt auch, dass es ist völlig okay, auch als Paar zu sagen, eins unserer gemeinsamen Hobbys ist Sex. Also das ist halt was, wo viele sich, glaube ich, extrem schwer mit tun. Also ich merke das halt auch immer, wenn man dann gefragt wird, ja, was habt ihr denn heute den ganzen Vormittag gemacht? Und wenn man dann halt, dann drucksen irgendwie beide so rum und ja, gefrühstückt und keine Ahnung. Und dass man sich schwer tut zu sagen, wir waren den ganzen Vormittag im Bett. Und dass das halt auch was viel mehr sein darf, was okay ist. Weil, wie gesagt, bester Biohack ever. Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, Simone. Da wollte ich dich jetzt nochmal fragen. Glaubst du denn, dass man übers Telefon auch schon eine Oxytocin-Ausschüttung haben kann? Zum Beispiel Thema, wenn man eben liebevoll miteinander am Telefon spricht? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich persönlich glaube ja auch ganz viel an Energien und es gibt ja auch dieses Energy Orgasms around the world, also das ist halt, wenn man eine ganz enge Verbindung hat und dass man dann halt eben, egal wo der andere ist, das spüren kann. Und da gibt es tatsächlich auch schon Untersuchungen zu von Einstein und Bohr, die das wirklich halt auf einer atomaren Ebene mit untersucht haben. Also Bohr nannte das The Bond, also einfach die Verbindung. Und Einstein hatte halt quantenphysikalische Überlegungen zu angestellt, dass es tatsächlich was ist. Also es ist was, was es gibt. Diese emotionale, energetische Konnektion zwischen zwei Menschen, die solange sie besteht, besteht. Und zum Teil ist es halt was, das ist halt ja was, was, wenn man die manchmal ein Leben lang besteht, was für manche sehr schwierig sein kann, wenn man nicht in der Lage ist, so eine Verbindung zu lösen zu jemandem, wo es besser wäre, wenn man die lösen würde. Aber es kann andererseits halt auch was Wunderschönes sein, weil es kann halt sein, wenn mein Partner auf der ganz anderen Seite der Weltkugel ist und man dann halt auch noch telefonisch heute die Möglichkeit hat, sich da miteinander zu verbinden, dass man das wirklich spürt. Also da glaube ich ganz fest dran und tatsächlich gibt es halt eben wirklich von den großen physikalischen Denkern unserer Zeit gibt es da auch mathematisch Überlegungen und Berechnungen zu und so, dass es was ist, was tatsächlich real ist und nicht was ist, was wo man denkt, spiritueller Aluhutkram. Super spannend. Und was, weil das würde jetzt wieder ein komplett neues Feld aufmachen. Ich denke, das ist jetzt ein super Zeitpunkt, um mich erstmal herzlichst bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses extreme Wissen mit uns teilst, im Namen jetzt aller Zuhörer. Ich danke dir, dass ich dieses Herzensthema an die Öffentlichkeit bringen durfte, sozusagen. Also ich sehe schon, das wird die Runde machen, dieses Gespräch. Das wird viel, viel gehört werden. Das ist auch das Gute an so einem Podcast, man muss sich da selber nicht zu äußern, man darf sich einfach berieseln lassen, weil das ist leider ja das Problem, es wird halt nicht gern drüber gesprochen. Ich meine, warum ist es, wie viele Jahre sind wir jetzt da drin mit dem ganzen Kram, nur auch 4 und warum war das noch nie ein großes Thema auf dem Flowfest oder irgendwo oder so, weil man sich einfach schwer tut, darüber zu sprechen. Und insofern ist es halt schön, wenn es da dann einen Aufhänger gibt, dass man sich da Gedanken drüber machen kann. Und dann kann er so, hey, echt? Frauen haben 4 Schwellkörper, die alle anders funktionieren und ein nicht miteinander korrespondierendes Schrankensystem haben.
Spannend. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ich habe mir schon fast gedacht, wir müssten eigentlich dann so Skizzen einblenden, noch ein Video zumindest. Aber das schauen wir mal. Auf den Shownotes auf jeden Fall finden Sie alle deine Links auch wieder auf ganz einfach dieses Mal flowgrade.de/sex. Das ist nämlich unsere erste so wirklich primäre Sex-Episode, die werden wir auch so auch in deutscher Sprache, die werden wir auch so nennen. Sehr gut. Und ja, Simone, magst du doch noch einmal aber deine Webseite nennen? Ich habe den Instagram-Account schon genannt, aber wenn Leute jetzt mit dir in Kontakt treten wollen, was ist der beste Weg? Also man findet mich auf verschiedene Sachen. Also ich bin einmal ärztlich tätig hier in Berlin, Praxis Dr. Kochs. Also da ist ein S hinten angehängt, damit man es findet, www.drkochs.de, da findet ihr die Praxis. Bin auch für alle Fragen hier rundherum offen, aber grundsätzlich mache ich halt eigentlich Autoimmunerkrankungen. Meine Website ist die Autoimmunhilfe. Ich schreibe aber auch über viele andere Themen und das, wo man meine Facebook-Seite auch Autoimmunhilfe und das, wo man aber mich persönlich mit allem, was ich mache, im Augenblick am besten erreicht und halt auch Themen in ganz, ganz vielen Bereichen im Biohacking, Functional Medicine und Autoimmunerkrankungen, Hormone und so weiter, ist tatsächlich Instagram @drsimonekoch. Da findet mich da am besten. Und zu dem Anatomischen würde ich noch einmal ganz kurz was sagen, liebe Frauen, wenn ihr jetzt da sehr fasziniert seid, guckt es euch mal an. Das ist auch was, was ich noch so als Tipp, guckt euch mal an, wie viel Veränderung, Schwellung, Erektion, Erhärtung da bei der Frau stattfindet. Weil die, ich würde sagen, weiß nicht, 90% mindestens eher mehr haben das noch nie gesehen. Und das ist halt was, wo ich nur absolut zu ermutigen kann, sich mal einen Spiegel zu nehmen und sich das mal anzugucken, was da eigentlich vorgeht. Weil es ist wirklich ein anatomisches Wunder. Und da sind wir wieder am Anfang. Ich finde es ganz, ganz wichtig, das auch zu feiern. Ja, super, super coole Worte nochmal zum Ende. Ja, danke dir, Simone. Und auch nochmal, du hast ja schon einige Bücher geschrieben, schreibst auch gerade schon wieder neue. Die werden wir natürlich auch alle auf den Shownotes nochmal verlinken. Happy Hashimoto, das letzte, da hatten wir eben auch noch eine Episode aufgenommen, die noch gar nicht öffentlich ist. Also, kommt bestimmt mal, wenn mal Zeit ist. Und ich hoffe auch zu diesem Thema mal ein Buch schreiben zu dürfen. Ja, das hoffe ich aber wirklich für alle, für uns auch. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und jetzt verabschiede ich mich an alle Zuhörer und Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sagt Hallo, go for flow. Wenn dir dieser Clip gefallen hat, dann findest du viele weitere inspirierende und motivierende Videos hier auf diesem Kanal. Alles, was du dafür tun musst, ist ihn zu abonnieren.